Los! Nach einem wahnsinnigen Intro, wie immer. Ich bin gerade wieder im Chat gelesen. Patrick, ein wahnsinnig schönes Intro. Schön, dass ihr zurück seid. Es ist der dritte Tag, die letzte Session für diesen Monat. Adobe Live geht jetzt in die letzte Runde. Zumindest in Deutschland. Später geht es ja noch weiter im englischen Stream. Aber ja, ich bin immer so ein bisschen traurig. Das geht so schnell vorbei immer. Und genau, wir haben jetzt die dritte Session mit der lieben Sina. Hallo. Welcome back. Genau, schön, dass du wieder da bist. Und genau, zum Thema Fotografie. Das ist ja auch immer ein allseits beliebtes Thema. Also schön, dass ihr da seid. Ich gucke auch mal gerade kurz in den Stream, in den Chat. Ich sehe schon, einige haben schon mal wieder geschrieben. Hello, hello, hello. Martina sagt Hallo und Maria, Julia, Patrick, Marlo, Christian, Joachim, Dirk. Schön, dass ihr alle da seid. Hallo. Genau, wir sind in der letzten Runde und genau, Sina ist jetzt da. Wir haben heute schon gesehen, die Elisa mit dem Rufus zusammen heute Morgen und dann die Sherla. Sherla, ja? Jetzt hast du wieder falsch gesagt. Sherla, ja? Heute Mittag von 12 bis 2 und genau, dann eben gerade noch für diejenigen, die jetzt gerade noch dabei waren, war der Rufus wieder dabei mit dem Benjamin zum Thema Animation und haben auch schon ganz viel gesehen heute. Und genau, jetzt letzter Tag, es ist immer so ein bisschen schade, weil es so schnell vorbeigeht. Wie geht's dir heute? Ja, mir geht's gut. Dir geht's gut? Ja. Entspannt? Ja, also man wird mit jedem Tag entspannter. Ich war am Dienstag sehr aufgeregt. Aber ja, ist Sehr cool mit schön. euch. Sehr Also, schön. ihr seid ja sehr nett. Das ist doch super zu hören. Genau, also wir sind jetzt hier zum Thema Fotografie. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen für diejenigen, die vielleicht jetzt neu dazugekommen sind. Einfach nur mal, um noch mal Hallo zu sagen. Und ich stelle hier so lange noch mal alles ein. Genau, also ich bin Sina aus Hamburg und ich arbeite als Designerin und Fotografin und fotografisch im Bereich Conceptual Storytelling. Das heißt, es ist meine Fotos, meine Geschichte erzählen, also dass ein Konzept dahinter steht und ja, ich mir immer was überlegt habe und was Persönliches damit auch umsetze. Und genau, also hauptsächlich fotografiere ich eigentlich draußen in schönen Landschaften. Und ja, ich glaube, das fasst es so ganz gut zusammen. Sehr schön, sehr schön. Genau. Das war eine gute Einführung. Vielleicht nochmal jetzt, weil die Frage bestimmt nochmal kommen wird heute, so zu dir, zu den häufigst gefragten Fragen. Dein Kamera-Equipment, wo shootest du gerne? Und das war das dritte. Genau, Kamera-Equipment, wo shootest du gerne? Und was verbindest du mit dem Thema Storytelling? Weil das ja auch öfter vorkommt. Einfach nur, dass wir es schon mal vorab ein bisschen aufgeklärt haben. Genau, also ich nutze die Canon 5D Mark III und eigentlich hauptsächlich das Sigma 35 mm 1.4 und das Canon 85 mm 1.8. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, das 1.8er war das, das ich habe. Und für Unterwasseraufnahmen benutze ich eigentlich immer das 28 mm 2.8 von Canon. Also über Wasser benutze ich das eigentlich nie, aber das ist das weitwinkligste Objektiv, das ich habe. Und gerade bei Unterwasseraufnahmen ist das wichtig, dass man so nah wie möglich an das Model oder das Objekt unter Wasser rankommt, damit nicht so viele Schwebeteilchen dazwischen schwimmen. Also wenn man in natürlichen Gewässern shootet, im Pool ist es vielleicht was anderes. Und genau, dafür habe ich auch noch ein Unterwasser-Case und Decarpack oder so. Hast du Ja. nachgeguckt nochmal? Ja, mich hatte jemand auch gefragt bei Instagram nach dem Stream nochmal. Ich glaube, Oh. Decarpack heißt es. Okay. Und genau, das kostet auch nicht viel, ich glaube nur so 80 €. Aber bei mir hat es bisher immer super dicht gehalten und wenn man die Kamera halt vorher einstellt, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn man jetzt nicht gleich irgendwie ein paar hundert Euro für so ein professionelles Unterwasser-Case, so ein Hartschalen-Case ausgeben will, dann geht das auf jeden Fall zum Üben ganz gut. Ja, genau. Sehr schön, vielen Dank. Das ist auch mein Equipment. Genau, nee, das ist gut. Nur einfach mal, wie gesagt, die Fragen kommen ja immer wieder und dann haben wir die schon mal abgefrühstückt. Und genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gehen noch mal ganz kurz rein in das, was du am ersten Tag gemacht hast und dann können wir so kurz mal vorarbeiten, einfach nur mal zu sehen, was du in den letzten Tagen gemacht hast. Soll ich Und nochmal die Photoshop-Datei öffnen? gerne, genau, einfach noch mal Okay. zum, einfach nur, dass man noch mal kurz sehen kann für diejenigen, die es verpasst haben, was du da gemacht hast. Und genau.
Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, gerne auf adobelive.com kommen und eure Fragen bei uns im Chat stellen. Da ist auch die ganze coole Community von uns und die stellen auch immer fleißig Fragen. Aber wenn ihr auch eine Frage habt, dann auf jeden Fall schnell rüberkommt. Genau, und ich switche jetzt mal rüber zu deinem Laptop. Bam, da haben wir es. Genau, das ist jetzt auch schon das Endergebnis, was ich vorgestern und gestern gemacht habe. Das ist ein Bild aus einer Serie, die, also das Bild ist schon vor ein paar Monaten veröffentlicht worden. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Und wir können das ja noch einmal ganz kurz durch die Ebenen durchklicken, oder? Mhm. Also das ist sozusagen das Ausgangsbild gewesen. Das ist auch relativ dunkel. Ich fotografiere die Bilder immer lieber ein bisschen dunkler, damit ich die ganze Information auch in den helleren Bereichen im Himmel habe. Und dann helle ich es einfach im Nachhinein auf. Das funktioniert eigentlich ja ganz gut, wenn man mit RAW funktioniert. Da hat man nicht so viel Verluste. Und dann mache ich das ganz oft so, dass ich einmal drumherum kreisförmig fotografiere, um einfach so einen Vollformat-Look zu kreieren. Und dann setze ich das zusammen. Bei diesem Foto habe ich das jetzt manuell gemacht. Und genau, das sind alles Sachen, die ich fotografiert habe. Dann habe ich es zusammengesetzt. Zack. Dann so ein paar Fehler noch ausgeglichen. Das Kleid nochmal ein bisschen schöner gemacht. Einen Arm ran gebastelt. Noch ein paar mehr Lichter. Hier was dran gestitcht. Ein paar Haare noch. Genau. Dann so ein bisschen das Verflüssigen-Tool nochmal ran oder genutzt, um ja die ganze Linienführung ein bisschen dramatischer zu machen. Und dann natürlich das Bild aufgehellt, eine Vignette reingesetzt, um Fokus zu setzen, ein paar Highlights nochmal rausgearbeitet und ein paar Sachen dunkler gemacht, um auch den Fokus nochmal zu verstärken. Und dann habe ich hier zwei Ebenen für die Farbe nochmal draufgelegt. Das ist relativ wenig sogar. Also ich habe manchmal Bilder, bei denen ich irgendwie 20 Ebenen nur für Farbe habe, weil ich so lange brauche, bis ich den perfekten Farblook für mich gefunden habe. Aber bei dem Bild war es jetzt von dem Ausgangsfarbton her schon so, dass es für mich ganz gut gepasst hat. Deswegen haben jetzt zwei Ebenen gereicht. Und genau, wir haben ja auch gestern festgestellt, dass es tatsächlich dem ersten Bild, was ich vor ein paar Monaten bearbeitet habe, relativ ähnlich ist. Das war für mich jetzt auch nochmal so ein Experiment zu gucken, wie das ist, wenn ich das jetzt nochmal neu bearbeite. Aber ja, war ganz cool. Vielleicht nochmal für die Community, wie war das nochmal? Zwei Sachen, die ja auch sehr interessant waren und die auch ein großer Teil zum Thema Storytelling und zum Thema du als Fotografin, die dich halt ausmachen, ist ja so die Art, dass du auch sehr vieles selbst dazu beiträgst, also ein Thema Requisiten und Kleidung. Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erzählen. Man sieht ja zum Beispiel hier diese weißen Lichterchen und vielleicht auch zum Thema Kleidung oder auch was man, was du ja auch gezeigt hast in den Streams davor, was Requisiten angeht. Da hast du ja auch ein gutes Auge. Vielleicht magst du noch ein bisschen kurz was erzählen dazu. Genau, also bei dieser Serie, die könnt ihr euch auch, das sind eigentlich 13 Bilder, das ist jetzt das zweite Bild der Serie, könnt ihr euch komplett auch nochmal auf mein Instagram angucken, wenn euch das interessiert, was halt die Story ist. Genau. Und da ist ein wiederkehrendes Bildelement, das ich mit diesen Lichtern gearbeitet habe, die halt symbolisch für die weibliche Protagonistin in der Story stehen und das, was sie halt ausmacht. Und genau, in der Serie geht es halt generell so um Begegnungen und ich wollte halt ein Bildelement haben, das in unterschiedlicher Form immer wieder aufgegriffen werden kann. Und es gibt auch noch einen männlichen Protagonisten, das sieht man jetzt hier nicht. Aber wie gesagt, das sind 13 Bilder, er wird auch nochmal, also beim ersten Bild sieht man ihn zum Beispiel. Und bei ihm war es mir wichtig, dass er so einen dunklen Mantel hat, das ist praktisch sein Wiedererkennungszeichen, was immer wieder vorkommt. Und ja, also vielleicht generell nochmal zur Outfit-Auswahl hier bei diesem Bild. Ich achte halt schon immer darauf, wenn ich mir Kleider aussuche. Also das Kleid habe ich jetzt tatsächlich einfach bei ASOS gekauft. Was das für ein Stoff ist. Hier war es halt total schön, dass das so ein metallischer Stoff ist, der halt ganz cool das Licht eingefangen hat und darum nochmal einen richtig schönen Kontrast in das Kleid gegeben hat. Und ja, ich kann auf jeden Fall auch sehr gut so matten Samt empfehlen. Das fängt auch immer richtig viel Licht ein und hat dann so ganz satte Tiefen. Ist auch immer schön auf Fotos. Ja, genau. Sehr cool.
Ich finde es besonders faszinierend, dass du halt wirklich dann auch hingehst und sagst, do it yourself, einfach mal selbst nähen und machen und tun, ne? Was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, also gerade auch ganz viele Leute fragen mich immer nach den Kleidern, weil die immer so lang sind und so schön wehen. Aber das kann man richtig einfach selber machen. Also ich mache das auch ganz oft aus Gardinen. Die kann man relativ günstig bei IKEA kaufen. Und dann braucht man eigentlich nur oben einen Gummizug und dann ist es halt ein langer Rock und dann ein passendes Oberteil, was man vielleicht im Schrank hängen hat, wenn das irgendwie so eine Standardfarbe ist, weiß-schwarz, hat man ja immer irgendwas, was schön ist und schon hat man halt ein dramatisches Kleid. Also man muss da jetzt nicht immer irgendwie das krasseste Ballkleid kaufen, sondern man kann das relativ easy auch selber machen, ohne jetzt wahnsinnig viel Geld auszugeben. Sehr schön. Genau, das war jetzt der erste Tag quasi und beziehungsweise auch der Anfang so vom zweiten Tag und dann bist du ja übergegangen in dein zweites Projekt, das wir uns jetzt nochmal angucken können. Genau, also das ist jetzt praktisch gerade der Zwischenstand. Das ist jetzt noch ein bisschen hell. Das ist auch relativ dunkel fotografiert worden, also so sind eigentlich die Originalfarben. Aber es hatte halt so einen schönen Rosaton und so noch im Himmel gehabt, deswegen wollte ich das nicht so super hell fotografieren. Und hier habe ich das Automatisieren-Tool von Photoshop genutzt. Also Auto-Stitching quasi. Auto-Stitching, genau. Genau. Man sieht das hier, das sind diese, das hat er mir automatisch so zusammengesetzt. Das habe jetzt ich nicht gemacht, um es mir halt ein bisschen leichter zu machen. Allerdings, je mehr Bilder das sind, desto öfter schleichen sich auch Bildfehler ein. Ich blende jetzt ja nochmal diese Ebene ein mit den Kurven. Das mache ich halt immer, wenn ich gerade Sachen zusammenstitche, damit ich halt auch die Tiefen richtig gut erkennen kann. Das ist jetzt noch nicht so die Endhelligkeit oder das Endergebnis. Das ist jetzt für mich einfach nur beim Bearbeiten, damit ich halt alles gut erkennen kann und keine Fehler übersehe. Weil wenn es so dunkel ist, übersieht man ja schnell mal was. Und normalerweise habe ich auch immer ein ganz abgedunkeltes Zimmer, wenn ich bearbeite. Da sieht man auch noch mal mehr, aber jetzt ist es echt hell und hier sehe ich irgendwie nicht so viel in den dunklen Bereichen. Und genau. Genau, nee, ist auch schön. Ich meine, bei dem ersten Bild haben wir uns ja angeguckt, wie du das machst mit dem Stitching im manuellen. Und genau, jetzt mal einfach mal zu sehen, wie das Ganze im Auto-Stitching funktioniert, ist ja auch super interessant. Ja, also manchmal funktioniert das super gut und da sind keine Bildfehler drin. Hier finde ich das halt nicht so schön, dass der Horizont so rund geworden ist, weil das dann so einen Fisheye-Look bekommt und das finde ich Magst du ja nicht eigentlich, das so. mag ich nicht so. Mag ich nicht so. Und hier ist auch so ein Bildfehler drin zum Beispiel, da hat es auch nicht so gut geklappt. Und ja, hier im Himmel sieht man ja auch, da sind überall so kleinere Fehler. Und gestern habe ich mich eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, die Fehler so weit rauszubearbeiten und den Horizont nochmal ein bisschen anzupassen. Sieht man hier. Genau, eine andere Pose wollte ich auch haben. Das ist jetzt, also die Pose, die jetzt ursprünglich drin war, das war jetzt einfach nur zum Stitchen. Aber ich hatte vorher schon in Lightroom eine Auswahl getroffen, was ich für die Story halt schöner finde. Hier fand ich das so schön dynamisch und der Blick in die Weite und dieses Sehnsuchtsgefühl fand ich, kommt da ganz gut rüber. Sehr schön. Und ja, jetzt bin ich eigentlich gerade dabei, noch die letzten Fehler auszubessern. Also hier dieser Ast soll noch weg. Und dann gucke ich mal, ob ich noch irgendwo Fehler gemacht habe oder beziehungsweise sich noch Fehler beim Stitchen eingeschlichen haben, die ich rausarbeiten kann. Und dann würde ich eventuell, ich muss mal gucken, ob das passt, vielleicht mir auch einen anderen Oberkörper draufsetzen, dass ich da auch das aus zwei Posen zusammensetze. Also ich finde die auch nicht schlecht, vielleicht lasse ich sie auch. Ich experimentiere da meistens einfach rum. Weil dieses Bild ist tatsächlich eins, das ich jetzt hier im Livestream komplett von null begonnen habe. Also ich habe irgendwie gar nicht vorher getestet, ob das überhaupt was wird. Und manchmal hat man ja auch so Bilder, da sitzt man echt lange dran, weil man irgendwie es einfach nicht genau das ist, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen ist es gerade für mich auch ein bisschen aufregend, ob es jetzt so wird, wie ich mir es vorstelle. Aber Wir sind ja. gespannt. Wir Ich sind bin gespannt. jetzt schon ein bisschen beruhigter, weil ich jetzt schon fast alles zusammengestitcht habe und es meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall aufregend, wenn einen Leute dabei zuschauen, weil wenn man alleine ist, dann merkt es ja keiner, wenn es nicht klappt. Eben. Ja, genau. Also ich würde jetzt als nächstes das hier mal rausarbeiten. Genau, und das gucken wir uns jetzt mal an. Und wie gesagt, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, übrigens nicht vergessen, ne, unter Hashtag Adobe LiveFam eure Fotos auf Instagram hochzuladen oder auch zu taggen, wenn ihr schon welche habt, die ihr gerne da unter dem Hashtag sehen wollt. Denn später
So, ich denke mal so ungefähr um halb sechs, vielleicht auch bisschen später, je nachdem, wie viel Zeit wir haben und wie weit wir vorankommen. Gucken wir uns zusammen eure Fotos an und die liebe Sina geht dann einfach mal in Instagram rein später und guckt sich mal an, was ihr da alles hochgeladen habt. Und genau, dann gehen wir das mal so zusammen durch und was dir so ins Auge fällt, das kannst du dann genau einfach mal angucken und so ein bisschen deinen Senf dazugeben. Wie gesagt, ist natürlich auch immer eine coole Sache, finde ich, weil ihr ja auch Teil der Community seid. Und genau, das Ganze lebt davon, dass das ja auch so ein Geben und Nehmen ist. Und was ihr macht, ist natürlich auch super wichtig. Deswegen fände ich das ganz schön, euch auch hier vorzustellen. Genau, ich sehe es schon hier, werden schon Stimmen laut. Adobe Live Fam treffen. Ja, irgendwann machen wir das nochmal. Irgendwann machen wir das nochmal. Genau. So, jetzt gucke ich mal rein. Genau, zum Thema Kleidung hatte Julia geschrieben, unser Theater hat einmal im Jahr Tag der offenen Tür, wo man Kostüme aus dem Fundus kaufen kann. Auch ganz schön. Genau, ab nach Hamburg also und Shooting machen, schreibt Marie. Genau, Marie hat geschrieben, ich hätte so gerne was auf Instagram hochgeladen, aber ich hatte nichts wirklich Passendes zur Hand. Hoffentlich nächstes Mal. Ihr habt jederzeit die Möglichkeit, was auf dem Hashtag hochzuladen und wir machen das ja echt fast jede Session, fast jeden Monat und gucken uns an, was so in der Zwischenzeit alles von euch gemacht wurde, erstellt wurde. Das heißt also, es ist nicht nur auf diese 3 Tage begrenzt, sondern wie gesagt, einfach auch zwischendrin einfach immer wieder hochladen und nicht vergessen, dann eben den Hashtag zu verwenden. Das ist nämlich einmal eine coole Sache. Adobe Live. Bam. Genau. Ja, aber Marie hat auch geschrieben, werde mich dank Sina auf jeden Fall mal etwas in die Richtung, werde auf jeden Fall mal was in die Richtung gestalten. Und genau, du hast sie total inspiriert. Cool, Siehst das du? freut mich. Siehst du, nicht ablenken lassen von diesen komischen Kommentaren, die da manchmal kommen. Egal, da sagen wir nichts. Da sagen wir nichts, nein. Also alles gut. Nee, wir haben ja immer ab und zu einfach. Ja. Manchmal, ich finde es auch immer wieder schade, dass es dann so Trolls gibt, die dann irgendwie nichts Besseres zu tun haben, als irgendwie unnötige Kommentare zu schreiben, die weder konstruktiv sind noch in irgendeiner Form was dazu beitragen. Aber ist immer schade. Finde ich sehr, sehr schade, dass man sowas posten muss. Werde jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber. Unnötig. Ne? Man kann auch in den Chat kommen, wenn einem was nicht gefällt und das einfach sagen. Und vor allen Machen wir Dingen, mal 10 Sekunden Stille für die armen Trolls. genau, ein Beileidsstille. Wir können ja mal gucken, was passiert, wenn wir mal 20 Minuten einfach gar nichts sagen. Ja. Ne? Einfach nichts. Genau. Guck, Felix schreibt auch ein großes Lob an Sina. Wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die deine Arbeit cool finden. Und das ist halt auch nichts, was überhaupt mit dir zu tun hat. Sondern gibt halt einfach Leute, die meinen, sie müssen irgendein sinnloses Kommentar unter Post schreiben. Ja, aber vielleicht noch mal was Positives. Ich habe mich übrigens sehr gefreut über alle Leute, die mir geschrieben haben bei Instagram. So? Ja. Ich hoffe, ich habe auch allen geantwortet, aber ich glaube schon und es freut mich auf jeden Fall sehr. Du hast ja auch super viel Zuspruch bekommen in den letzten Tagen. Jetzt hier auch über den Chat. Ich weiß, du konntest es jetzt nicht lesen, live dabei. Aber ich sehe es ja und ich freue mich ja und versuche es dir dann auch immer weiterzugeben, weil du machst halt echt coole Sachen. Und wie gesagt, das ist auch einfach ab und zu, gerade so beim Thema Fotografie, da hast du halt auch einfach den einen oder anderen dabei. Auch in anderen Sessions hatten wir das ja schon, dass die Sessions dann irgendwie im Nachhinein sinnlos kommentiert wurden, aber naja, ich wünschte ja, wir könnten die ganzen coolen Kommentare hier einfach drunter posten, ne? Dass das einfach dann ein bisschen untergeht. Ja, das wäre cool. Genau. Das mache ich nächstes Mal. Ich mache einen Screenshot und poste das einfach drunter, dass man einfach sieht, wie cool das eigentlich ist. Ja, Genau. aber irgendwie, ich glaube, das kennen wahrscheinlich auch viele Künstler. Man hört ganz oft immer nur das Negative und gar nicht das Positive. Also, das ist eigentlich voll schade. Gut, aber wie gesagt, du hast ja auch hunderte positive Kommentare bekommen hier. Von daher glaube ich,
dass das eine Unnötige da... Nein, das macht mich jetzt auch nicht fertig, alles gut. Wie gesagt, es ging ja nicht mal um dich, das ist ja das Lustige, ne? Also, wenn es dann irgendwas Konstruktives gewesen wäre, von wegen, hey, ich wünsche mir bla bla bla, dann ist es okay, denke ich dann. Dann hilft das ja auch weiter, um sich selbst dann irgendwie zu verbessern. Ich meine, ich kriege ja auch ab und zu negative Kommentare. Ja, so ist es ja nicht, aber wenn es dann konstruktiv ist, dann sage ich mir, okay, das ist gut, danke, und ich arbeite dran. Aber wenn halt wirklich nur irgendwie so dieses Trollen kommt, dann finde ich es schade. Egal. So, genau. Wir gehen jetzt auf ein anderes Thema. Don't feed the troll. Genau, don't feed the troll. Michael hat geschrieben, du sagst immer, dass du umso mehr Bilder automatisch gestitcht werden, desto mehr Fehler treten auf. Genau, er sagt jetzt auch, es liegt nicht an der Anzahl, sondern an der Genauigkeit der Überlappung. Ich lasse manchmal mehr als 60 Bilder automatisch stitchen. Ja klar, es kommt natürlich drauf an, wir hatten ja auch dieses Thema am ersten Tag gehabt mit dem Nodalpunkt und ich sag mal, mit so einem Adapter und Co. kann man das natürlich auch nochmal ganz genau machen, aber du achtest ja auch schon sehr drauf. Es hängt also auch, ich glaube, es ist so ein bisschen die Mischung. Es kommt immer drauf an, wie man fotografiert und wie nah beieinander diese Bilder sind vielleicht auch. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn der Hintergrund sehr weit weg ist vom Model, dann geht es auch besser, weil dann diese Verzerrung einfach nicht so groß ist. Ja, also ich mache es ja immer gleich und bei manchen Bildern funktioniert es super gut und bei anderen nicht. Ja, vielleicht bin ich manchmal konzentrierter, ich weiß es nicht. Könnte ich auch nicht sagen. Genau. Nee, aber alles gut. Das ist doch schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was du jetzt da. Ich habe hier noch so eine Kante drin. Genau. Die stört mich. Raus damit. Tschüss. Ja, ich glaube, die ist aber vom Stitchen schon. Ja, aber die kann man ja leicht auch. Ja, ja. Ich glaube, wenn ich das auf eine Ebene mache, dann nehme ich die raus. Dann kannst du gucken, bei welcher Ebene das ist. Ich glaube, das ist hier die. Ja, das ist schon in der Stitching. Also das hier. Ist fertiges Stitching. Ja, ja, genau. Da ist es schon passiert. Und dann habe ich das einfach hochgezogen. Aber ich mache es gleich raus. Ich gucke nochmal, ob ich noch irgendwelche Fehler finde. Da muss man jetzt immer ganz genau gucken, ob man irgendwo eine komische Überlappung hat. Ah, hier unten ist noch so ein... Was ist das? Steam. Ah, hier. Stitch. Ich mach's anders. Sehr schön, genau. Wie immer, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat schreiben und dann beantworten wir das. Genau. Irgendjemand hat ja auch irgendwas zu deinem Kleid eben gesagt. Ich muss nochmal ganz gucken, wo das war. Marina hat geschrieben, Sina macht das super und sie macht so wunderbare Bilder. Mit Herzchen sogar. Dankeschön. Ja, also jetzt ist wirklich gerade einfach nur Fehler. Ups. Genau. Oliver hat wohl den Anfang verpasst. Genau, es geht jetzt gerade darum, dass Sina hat das Bild jetzt auto-gestitcht. Ne? Also wir haben praktisch gestern hast du angefangen und hast praktisch dieses Bild gehabt, das Motiv und dann das eben auch die drumherum liegenden Bilder und die automatisch zusammenfügen lassen. Und jetzt geht es erstmal darum, dass das Ganze bereinigt wird, weil Auto-Stitching ja auch nicht immer zu 100% korrekt ist. Und genau, das versucht Sina jetzt gerade zu bereinigen, bevor es dann eben zur eigentlichen Bearbeitung geht. Ja, verstehst du das, warum der jetzt gerade hier meine das nicht aufnimmt? Was denn? Wenn ich stempel, der nimmt... Bist du auf der falschen Ebene vielleicht? Nee, ich bin auf der Ebene. Auf die Mach die mal weg. Aber das ist ja nur ein Graucode. Nein, das ist der Himmel, den ich oben drauf gepackt habe. Also beweg den mal. Beweg mal den Himmel weg. Hä? Also... Was wolltest du jetzt machen? Ich wollte einfach nur stempeln. Ja. Genau, und genau, er nimmt das irgendwie nicht auf, die Farbe. Warum nimmt er die nicht auf? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Was mache ich denn? Versuch mal mit einer anderen Ebene. Nimm doch einfach mal die Ebene drunter oder so. Ja, was ist, wenn ich das hier mache?
Oder nimmt sie auf und zeigt sie einfach nur grau an. Mal mal ein bisschen rum. Nee, ich hab's gerade schon versucht, dass er macht das auch irgendwie. Obwohl, nee, doch nicht. Doch, dann. Ah, weil normalerweise zeigt er das doch immer so klein an. Oder? Was meinst du mit klein anzeigen? Also die Farbe, meinst du? Ja. Ja, vielleicht hat er sie jetzt einfach noch nicht okay. direkt übernommen. Alles klar, ich dachte schon irgendwie, jetzt werde ich stempeln. Ist ja sehr irritierend. Nee, alles gut. Kann ich das so schlecht erkennen, wenn er mir das nicht anzeigt? Marie hat geschrieben, ich habe heute erst festgestellt, dass die Verzögerung vom Video und dem Chat bei mir, glaube ich, schon bei 10 Sekunden liegt, wenn ich mich nicht irre. Das erklärt, wie Chan schreiben kann, ohne zu tippen. Magic. Genau. Chan macht das mit Gedanken. Genau. So geht das. Ich habe da unterm Tisch sitzt da einer und der tippt alles ab, was ich sage. Joachim fragt, wie kommst du zu deinen Bildideen? Inspirieren dich Landschaften zu Bildern oder hast du eine Ideengeschichte im Kopf und suchst dann die passende Landschaft? Hatten wir ja schon mal gehabt, aber vielleicht kannst du es nochmal wiedergeben. Ich würde sagen, es ist eigentlich eine Kombination aus beiden. Also es gibt immer unterschiedliche Themen, die ich schon immer mal fotografisch umsetzen wollte. Also eigentlich habe ich mehr Ideen im Kopf sozusagen, als ich umgesetzt habe. Und manchmal plane ich wirklich konkret ein Shooting und eine Location und dann fahre ich hin und mache es dann, dann suche ich praktisch die Location nach der Idee aus. Mhm. Aber wenn ich im Urlaub bin, ist es ganz häufig so, dass ich mich von der Landschaft ein bisschen inspirieren lasse. Mhm. Und irgendwie bin ich gerade nicht so multitaskingfähig. Genau, dass ich mich von der Landschaft inspirieren lasse und dann gucke, okay, was für eine Idee oder was für eine Stimmung passt jetzt dazu? Was verbinde ich gerade damit? Was habe ich für ein Gefühl selber in mir drin? Was könnten vielleicht auch andere dann sehen? Und dann entsteht halt praktisch durch die Umgebung und das Licht und die Landschaft die finale Idee. Ja, also es ist wirklich eine Kombination aus beiden. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich mache jetzt einfach ganz groß. Das ist jetzt irgendwie gerade so. Der Brush wird immer größer. Aber ich mache einfach die Decke auf drunter vielleicht. Ja, ich beim Stitchen passiert das halt ganz oft so, wenn so Farbverläufe sind, dass man so ein paar dunkle Flecken hat. Hm. Und die nerven einen dann. Die nerven einen und ich habe das Gefühl, erstmal je größer der Pinsel ist, desto sauberer wird es dann auch. Ja, es kommt immer darauf an, in Verbindung mit der Kraft und. Genau. Aber wenn man den relativ groß macht, dann ist der Verlauf meistens relativ homogen. Aber das ist jetzt hier oben, habe ich so einen ganz. Fleck. Ja, der. Das ist halt blöd, wenn man auf mehreren Ebenen arbeitet, ne? Dann muss halt immer gucken, auf welche Ebene ist das jetzt eigentlich. Aber, genau, Marco schreibt, Multitasking gibt es nicht, wurde das nicht im Stream schon festgestellt, ja. Quasi, könnte man so sagen, genau. Ich mal mir jetzt mit dem Brush rein. Das macht mich so wahnsinnig. Zack, 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 genau. Voldemort fragt, kommst du nachher auch schon? Muss ich nochmal gucken. Ich muss tatsächlich danach noch ein bisschen was arbeiten, weil ich bin nämlich auch morgen und am Montag im Urlaub. Und dementsprechend muss ich noch packen und ein bisschen was besorgen, bevor ich dann in den Flieger steige um 7 morgen. Aber mal schauen, je nachdem, wie schnell ich fertig werde. Ich hoffe, dass mein Flieger geht. Klar. Natürlich. Ja. Wir machen ein paar Anrufe und sagen, hey, hallo, Adobe hier, mach mal. Liebes Bodenpersonal, komm bitte zurück. So, ich glaube, jetzt habe ich das ganz gut weg, diesen Fleck. Ich schaue jetzt nochmal nach der Pose, ob ich oben irgendwie noch was anderes finde, weil ich hatte gestern, als ich die Auswahl getroffen habe, auf jeden Fall ein Bild gesehen, wo die Haare ganz gut aussahen. Allerdings weiß ich nicht so genau, ob das zu dem Bild passt. Genau, das habe ich ja genommen. Das hier. Könnte schwierig werden. Was denn?
Nee, es geht nicht. Weil sie nach links guckt und das nach rechts. Also du wolltest vielleicht austauschen, ja. Meinst du zum Teil? Ja, das sieht dann komisch aus. Ich glaube, dann lassen wir es einfach so, weil so schlecht finde ich es auch gar nicht mit den Haaren. Ganz vielleicht so schlecht ist das jetzt auch nicht. Oh. Vielleicht noch ein bisschen mehr... So schlecht ist das dann auch wieder. Oder ich gucke mal in den unbewerteten Bildern, ob ich da noch was habe, ob die Haare da noch mal ein bisschen schöner wehen. Aber... Nee. Ja. Dann muss das jetzt so bleiben. Das Ziel. Tja, das passiert. Ja, und hier sind die so ein bisschen. Aber das Ding ist, weil da ist die Schulter dann durch diese Bewegung. Mhm. Man muss ja auch nicht immer die Pose zusammenstitchen. Also manchmal kann es ja auch so bleiben. Nee, das wird zu kompliziert. Stefan schreibt Ebenen und dann reduzieren auf eine und dann ist die Session vorbei. Na, so leicht ist dann auch wieder nicht. Ja, es ist aber tatsächlich fast fertig dann. Also wenn wir das jetzt so lassen. Ja, ist ja nicht schlimm. Dann kommt noch Color Grading, ne? Oder ja, willst genau. Du so lassen? Nee, dann brauche ich immer noch Color Grading. Nee. Das ist auf jeden Fall das. Oh nein, jetzt habe ich das hier darüber gemacht. Schande. Eine okay, Leute, Schande. Ich habe einen Fehler gemacht. Das eine Schande. Ich mache das einfach zum Schluss nochmal. Alles gut. Weil die Ebene wollte ich ja wieder ausblenden, die ist ja nur zum Arbeiten, jetzt habe ich das aber darüber gelegt. Egal, machen wir zum Schluss. Ich mache auch Fehler, Leute. Ich glaube, das wird dir hier keiner vorwerfen. Genau. Aber interessante Frage von Thorsten und von Maria auch. Ach nee, was denkst du, wie viel Megapixel dein Bild hat, wenn du es dann gestitcht hast? Was hat es denn normalerweise, also ein Bild von dir, wenn du es nicht gestitcht hast? Irgendwas mit 5000. Ne, also. 5 Megapixel. Nur? Nein, also. Was meinst du jetzt? Was hast du zum Beispiel für eine Kamera? Wie viele Megapixel hat denn deine Kamera? Also, wie groß jetzt ein Originalbild ist, oder? Genau, also die Frage war tatsächlich, wie viele Megapixel hat das Foto nach dem Stitchen? Also, wir können ja einfach hier mal bei Bildgröße gucken. Genau. 8000 mal 8000. Ja. Du hast jetzt auch nicht verkleinert in dem Fall, ne? Nee, also normalerweise hat es, wir können ja hier mal gucken, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber das ist diese Standardgröße, 5760 in der Breite oder Höhe. Und ja, also 8000 ist jetzt auch gar nicht so viel. Also ich habe tatsächlich manchmal auch Bilder, die bis 20.000 hochgehen, wenn ich richtig viel gestitcht habe. Das hat ja jetzt gar nicht so viel, ne? 8000 geht noch. Ist aber trotzdem, ein kleines Bild ist jetzt auch nicht. Ja, ne? Genau, also es ist auf jeden Fall größer. Dein Laptop hätten wir jetzt in die Knie gezwungen. Ja. Der hätte jetzt geweint. 8000, no. Joachim muss leider schon gehen, aber er sagt, liebe Sina, vielen, vielen Dank für die spannende Zeit mit dir. Ich habe viel Neues über Photoshop gelernt. Alles Gute. Das freut mich. Nice, ne? Genau. Tim schreibt, hui, das wären 65 Megapixel. Siehst du? Das ist doch schon was. Weil 8000 mal 8000. Ja. Das ist schon, also 64 und 8 mal 8, aber du hast ja ein bisschen mehr noch drauf gehabt. Ein bisschen mehr als 65 Megapixel. Das ist schon gar nicht mal so wenig, ne? So, ich suche jetzt hier gerade die ganze Zeit noch Fehler, weil dadurch, dass ich jetzt diese helle Ebene, die ich eigentlich nutze, um Fehler zu finden, gerade ausgeblendet habe, haben sich aber nochmal beim Dunklen Sachen reingeschlichen, die ich nicht gesehen habe, wenn es hell ist. Mhm. Ich habe auch wirklich das Gefühl, die meiste Zeit suche ich nach Bildfehlern, wenn ich Bilder bearbeite. Das ist irgendwie meine Hauptaufgabe, dass nirgendwo sich was eingeschlichen hat. Die Bildfehler. Ja. Aber das ist halt dann so ärgerlich, wenn man irgendwas veröffentlicht hat und dann hat man was nicht gesehen. Das ist doof. Ja, gut. Geht schlimm. Aber ich glaube... Meistens ist es ja auch so, dass nur du selbst das siehst und dass dann andere das gar nicht wirklich bemerken. Bei vielen Sachen muss man auch wirklich ganz genau reinschauen. Und so auf Instagram und so. So, jetzt mache ich schon mal die Helligkeit und dann mache ich das nochmal im Himmel. Weil ich hatte das über die Ebene gelegt. Das funktioniert natürlich nicht. Genau. Das mache ich eigentlich so wie bei dem anderen Bild. Mit den Gradationskurven. Gradationskurven. So.
Das ist eigentlich immer so mein typisches Tool, was ich nutze, um die Helligkeit dann nochmal zu machen. Also, das ist ja eigentlich schon. Ups, das mache ich wieder falsch. Aber ich finde es halt ganz schön, um dann nochmal so einen Fokus in die Mitte zu setzen. Was ich auch manchmal mache, dass ich diese Maske dann nochmal transformiere, wenn ich sage, okay, das soll lieber ein bisschen breiter sein, jetzt der ganze Horizont soll heller sein. Dann ist es halt eher so eine Ellipse und keine ganz runde Vignette. Kann man auch nochmal so ein bisschen was anpassen. Arbeitest du die Gradationskurven eigentlich nur immer im RGB-Modus oder nimmst du dir auch mal einzelne Farben vor? Ich nehme mir auch einzelne Farben vor. Also jetzt gerade habe ich ja einfach nur die Helligkeit verändert. Aber wenn ich ins Color Grading gehe, dann gehe ich auch in die einzelnen Farben rein und das mache ich auch gleich, wenn ich dabei bin. Sind gespannt. So, aber jetzt kann ich hier auch nochmal den Himmel sehen. Jetzt muss ich dann nochmal ran, weil überall sind hier noch so Flecken. Das ist nervig. Das ist oft so bei ganz großen Flächen mit einem Farbverlauf, wenn da gestitcht wird, dann stehen so leicht blöde Flecken. Aber egal. Ja. Wie gesagt, es gibt vieles, worüber man hinwegsehen kann. Und gerade eben, es ist jetzt auch nicht so, dass du jetzt hier unendlich viel Zeit hast, sondern, Ja, ne? ich würde es Von halt daher. ganz gerne. Direkt danach posten, meinst du? Ja, aber ich Kannst. weiß nicht, vielleicht muss ich auch nochmal auf Fehlersuche gehen, bevor ich es posten kann. Die zwei, drei kleinen Sachen, wenn dich irgendwas stört, kannst du ja dann. Ich will euch ja auch nicht die ganze Zeit damit langweilen, wie ich hier im Himmel versuche rumzumalen. Das ist dein Workflow. Ja, da am Ende Ja. des Tages geht es ja genau darum, genauso wie du ja auch eben auch dein Storytelling gestern und vorgestern erzählt hast. Also für all die es verpasst haben, auf jeden Fall nochmal reinschauen, weil das ja auch ein wesentlicher Bestandteil ist von deinen Bildern. Ne? Das Drumherum. Und wir haben ja gelernt von Sina, dass die Stories der Bilder immer so angelegt sind, dass du einerseits deine eigene Story dort erzählst, was du siehst, aber dir auch gleichzeitig. Genau, also ich mache das ja jetzt zum Beispiel nicht, dass ich das große. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Das, was habe ich denn jetzt gemacht? Dass ich großartig das jetzt erkläre. Also die meisten Bilder haben schon einen Titel, der natürlich ein bisschen was aussagt und einen so in eine gewisse Richtung lenkt. Aber was mir eigentlich richtig viel bedeutet, ist, wenn jeder seine eigene Geschichte auch so ein bisschen daran sieht oder es einen an irgendwas erinnert. Manchmal sind es ja nur Details, irgendwie die Farben oder die Pose oder die Landschaft, dass man plötzlich so eine Inspiration hat selber. Und das finde ich eigentlich am schönsten und deswegen will ich gar nicht so viel vorgeben und da jetzt irgendwie ganz genau erzählen, ja, da habe ich jetzt die und die Trennung verarbeitet oder so, sondern das soll halt eigentlich relativ offen bleiben. Also damit halt jeder irgendwie seinen Zugang finden kann. Das ist schön. Interessante Frage auch von Tim. Wann braucht man eigentlich ein 20.000 mal 20.000 Pixelbild? Und wie groß ist dann die Datei? Sind ja nach Adam Riese 400 Megapixel. Das braucht man, wenn man das auf eine Hauswand. Hast du schon mal gemacht? Nein. Ja, ist eine gute Frage, ne? Also Dein Kopf eigentlich, direkt auf diese also Hauswand. gerade für so digitale Sachen braucht man es natürlich eigentlich nicht so groß. Wir hatten ja gestern schon mal drüber geredet. Ich mag halt diesen Look, dieser Vollformat-Look, der entsteht dadurch, wenn man das zusammensetzt. Und ich finde es halt auch einfach cool, wenn ich halt relativ weit auch in das Bild noch reingehen kann und da Sachen verändern kann oder composen kann, dass es dann nicht nur irgendwie nur noch Pixel sind und ich da einfach nicht mehr viel machen kann, weil ja, ich einfach nicht die Bildinformation habe. Es gibt mir einfach noch mehr Freiheit. Aber es stimmt natürlich, wenn man das jetzt nicht unbedingt riesengroß ausdrucken möchte, dann ja, keine Ahnung, wofür man das braucht. Es ist cool, wenn man es hat. Hast du allerdings recht. Ich habe mir gerade überlegt, also wenn ich irgendwann ein Haus hätte mit einer fetten Wand, würde ich mir ein Riesenbild von Rufus Kopf dahin machen. Das dann so praktisch auf die Haustür guckt und böse guckt, von wegen alle Einbrecher, die es vorhaben, werden davon abgeschreckt. Ja, das ist doch eine gute Idee. So, don't do it. So, aber dieser, don't do it, Blake. Seriously, am I a joke to you? So. Rufus is not amused.
Nein, aber es ist natürlich ganz lustig zu sagen, wenn man so ein Riesenbild hat. Wird wahrscheinlich nicht so oft im Leben vorkommen, es sei denn, man ist spezialisiert darauf. Tja, genau. Also ich würde ja auch ganz gerne mal meine Bilder irgendwie auf 2 Meter oder sowas. Das wäre Mach das cool. doch. Ja, vielleicht ergibt sich das mal irgendwann. Klar. Kannst du so eine Galerie machen. Was ich aber ganz schön finde, das sieht man bei uns auch, haben wir ganz neu bei uns im vierten Stock. Bilder auf Glas. Also die sind Ah praktisch ja, von der, ne, also hinten dran praktisch, die hintere Seite ist halt praktisch bedruckt mit dem Bild und dann hast du praktisch direkt das Glas oder ist ans Glas gedruckt und das sieht richtig, richtig schön aus. Sowas finde ich sehr schön. Also gerade als Deko-Element Ja. liegt das nochmal ganz anders, als wenn du es irgendwie einrahmst oder so. Ja, Aber vor allem durch dieses Glänzende dann kommen die Tiefen ja auch viel besser. ja, und dadurch, dass es eben Ach, nicht extra ist zu dem Glas. Man hat ja, wenn man sich jetzt normale Bilder vorstellt im Rahmen, ist ja eine Glasscheibe auch davor. Aber dadurch, dass es ja auf Papier gedruckt ist oder auf ein anderes Medium, wirkt es dann nochmal anders. Ne? Und ich glaube, wenn man es direkt aufs Glas drucken lässt, so wie jetzt bei den Bildern da oben, ist es auch echt schön. Aber ich denke mir auch, dass es sehr teuer sein kann. So gerade, also sie sind, glaube ich, das nur so glaube ich einmal ein auch. Meter, aber trotzdem. Ich glaube auch, dass das teuer ist. Ich hatte auch schon mal in Hamburg nach einer coolen Druckerei gesucht, die sich so auf Fine Art Prints spezialisiert haben. Muss ich mir mal ein Angebot machen. Das ist, glaube ich, Mach das echt. mal. Lass mich das doch gerne mal wissen. Also Ja, also ein paar hundert Euro kostet es, glaube ich, schon. Oder wenn das so richtig gutes Papier ist. bestimmt. Ja. Okay, oder du versuchst auch mal mit Glas. Ja. Dann aber nicht fallen lassen, sonst ist es direkt wieder weg. Ja. Tschüss. Ja, auch ein guter Einwand von Sascha. Er sagt, ich kann mir vorstellen, dass dass man durch das Stitchen zu solch großen Bildern eine niedrigere Kameraauflösung teilweise ausgleichen kann. Genau, also da hatten wir ja auch gestern schon drüber geredet, dass ich rede ja immer von diesem Vollformat-Look. Also theoretisch könnte ich mir ja auch, ne, kann ich halt nicht, aber wenn ich halt so eine Kamera hätte irgendwie für 20.000 Euro oder wie teuer die sind, dann kriege ich den Look vielleicht auch einfach so hin, ohne dass ich das stitchen muss. Aber das Coole halt an Bildbearbeitung ist ja, dass man die Möglichkeit hat, wenn man nicht dieses teure Equipment sich leisten kann oder irgendein Objektiv vielleicht einfach nicht hat, dass man dadurch echt viel ausgleichen kann. Also ich habe mir, also beziehungsweise ich habe jetzt ganz neu auch eine Drohne übrigens. Eine Drohne. Ja, ich habe sie jetzt aber noch Wow. nicht steigen lassen und Welche hast du geholt? DJI? ja, eine DJI. Osmo Mobile? Ach, Mobile sage ich. Osmo Mobile, sorry. Ich war gerade bei meinem Gimbal. Die Mavic Air habe ich. Mavic Ja. Air, ja. Und also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde es halt ganz cool, wenn ich halt mal so ein paar andere Perspektiven ausprobieren kann. Und die hat ja auch diese Panorama-Funktion und dadurch bekommt man ja dann, hoffe ich, auch eine höhere Auflösung hin und dann macht die das alles schon automatisch. Das ist natürlich ganz cool. Aber das hilft, also das gleicht ja dann auch einfach direkt aus, dass die Auflösung vielleicht jetzt nicht so hoch ist wie mit meiner Kamera. Und das finde ich halt echt cool, also dass man sich im Nachhinein dann auch nochmal so behelfen kann und dann doch den Look bekommt, den man vielleicht durch super teures Equipment nur haben könnte. Ja. Ja, Drohne ist schon was Feines, obwohl es ja immer noch, ich meine, ich verstehe schon, warum es so viele Richtlinien gibt, aber es ist halt natürlich auch schwierig da, Hast du auch eine? ich habe mir überlegt, eine zu holen. Ich habe Okay. öfter mal mit einer gearbeitet, aber da hängen halt so viele Faktoren mit dran. Ne? Du brauchst diese Plakette und du musst dann immer irgendwie eine Genehmigung einholen Stimmt, da und muss irgendwie die Adresse und so bla. draufstehen, ne? Ja, und dann Oh, ich nur habe es nicht bestimmte angesprochen. Flughöhen und die Drohne darf nur so und so viele Meter von dir entfernt sein. Also da gibt es echt viele Richtlinien. Und was ich auch super interessant fand, wir hatten mal den Stream mit Sean Boo, der diesen coolen Star Wars-Film gemacht hat. Ne? Darth Maul The Apprentice, für diejenigen, die sich dran erinnern. Und für die, die es nicht gesehen haben, auf jeden Fall mal angucken. Auf YouTube könnt ihr euch den ansehen. Hat damals auch den Web-Videopreis gewonnen. Und hat er zu seiner Bachelorarbeit quasi gemacht, diesen Film, über 2 Jahre hinweg. Cool. Ein wahnsinnig guter Film. Und er hat mal erzählt, wie er dann eben zu diesem Dreh diese Drohne hat steigen lassen, irgendwo wo war das, im Hunsrück, glaube ich. Und das war in der Nähe von
Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es war in der Nähe von irgendein Armee oder ein Regierungsgebäude. Also irgendwas, was halt streng bewacht ist und was jetzt nicht so erfreut davon ist. Ich glaube, ein Militärgebäude war es. Ich weiß nicht mehr genau welches, aber es war auf jeden Fall sehr in der Nähe. Und die hatten halt voll Angst, dass wenn diese Drohne jetzt da aufsteigt und die das sehen, dass sie denken, dass sie irgendwie ausspioniert werden und auf einmal mit den Panzern anrücken, mitten im Wald. Auch sowas, ne? Da muss man halt echt aufpassen. Wenn du in der Nähe von irgendwelchen schwer bewachten Gebäuden bist, kann das ja auch in irgendeiner Form so wirken, als ob die ausspioniert werden. Also gibt's echt. Ja, man muss da echt aufpassen. Ich hatte das auch mal bei einem Fotoshooting, dass die Polizei gekommen. Ja? Ja, das ist eine sehr lustige Geschichte. Und zwar haben wir im Moor fotografiert und das ist ja schon ein Naturschutzgebiet und man muss da echt aufpassen. Und wir sind natürlich immer nur auf den Wegen geblieben. Also ich achte da schon drauf, dass wir da nicht durch die Natur trampeln, sondern ich finde das ja auch wichtig, dass diese ganzen Sachen geschützt werden und so. Mhm. Und wir hatten Rauchbomben besorgt und die natürlich auch nicht auf den Boden gelegt, weil wir wissen ja, das ist sehr, sehr leicht entflammbar, dieses Moor. Und die erzeugen ja auch eigentlich nur Rauch. Also die werden schon so ein bisschen heiß, aber man kann da schon aufpassen. Und dann hat es halt so ein bisschen geraucht und haben wir auch gleich gesagt, nee, lassen wir lieber. Also wir haben nur eine einzige gezündet. Und es war ja auch kein offenes Feuer. Aber dann, es war super früh morgens und da war irgendwie eine Frau unterwegs, die war da spazieren und sie hat dann schon von Weitem geschrien, machen Sie sofort das Feuer aus. Und sie hat wahrscheinlich gedacht, wir sind irgendwelche Teenager, die da irgendwie rumkuckeln. Mhm. Und dann ist direkt die Polizei gekommen, irgendwie 10 Minuten später. Und ja, es ist natürlich nichts passiert und ja, dann haben wir denen die Fotos gezeigt, sie haben gesehen, dass wir irgendwie gefühlt eine Sekunde nur kurz diese Rauchbombe anhatten, dann waren sie auch ganz entspannt und haben sich eher interessant die Fotos angeguckt, aber da muss man echt aufpassen. Ja. Und ich finde es ja auch gut, dass man bei Naturschutzgebieten so ein bisschen aufpasst, weil gerade bei so Locations, die sehr beliebt sind, dann fahren alle Fotografen dahin und es gibt halt so viele, die dann echt überall einfach rumtrampeln und vielleicht auch was liegen lassen und dann ist es halt nicht mehr schön und dann kann da niemand mehr fotografieren. Deswegen finde ich das an sich auch gut, wenn das geschützt wird und auch Leute aufpassen. Aber wir haben da halt wirklich aufgepasst, weil mir ist das halt auch wichtig, dass man das alles, dass das alles erhalten bleibt und nichts kaputt geht. Aber sie war halt ganz weit weg, sie hat das nicht gesehen, dass wir Fotos gemacht haben. Und ja. Ja, aber ist lustig, ne? Also wie schnell sowas gehen kann und auch falsch interpretiert wird. Ich kann mir vorstellen, ich hatte da erstmal so ein bisschen, okay, was ist hier los? Warum ist die Polizei da? Ja, das war, also so oft habe ich auch nicht Kontakt mit der Polizei, das war auf jeden Fall was Neues. Jede Woche. Mindestens. Ja, aber ich hatte früher echt eine Zeit, wo ich öfter mal mit dem Kopf auf der Motorhaube gelegen habe. Echt? Ja. Aha. Weil es ganz oft so war, dass, ja, tatsächlich gar nicht mal meine Schuld, sondern gerade so bei Autokontrollen. Mhm. Ich war so ein kleiner Teenager, ne, der so ein getuntes Auto hatte. So einen kleinen Popel Opel Corsa C-Modell und habe da natürlich eine fette Anlage reingehauen mit Hyphonics und allem drum und dran. Wird jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Aber ja, und dann kam da öfter mal die Polizei und haben mich dann rausgezogen und dann haben sie mal ein Perso gesehen. Da steht Döner drauf. Ne? Aha, Herr Döner. Mhm, ja, kommen Sie doch mal raus. Ne? Und dann, ja. Verdacht auf Urkundenfälschung halt, ne? Weil sie halt dachten, das wäre. Wer macht das denn? Wer ist denn so? Also wenn man schon die Urkunde fälscht, dann. Es gibt einen ganzen Film drüber, ne? Superbad mit McLovin. Haben sie halt den Nachnamen vergessen, aber ja, aber das, also das stimmt schon. Also wenn ich meinen Namen fälschen würde oder meine Urkunde fälschen würde, dann würde ich was super Seriöses nehmen. Ja. Ja, also sonst ist es auch. Hiltrud die Vierte von. Ja, das ist Gammersberg. Auch schon wieder zu übertrieben, oder? Also auch eben. Ein Adelstitel kommt ja gar nicht so schlecht. Laura auch, hatte übrigens eben geschrieben zu der Glasgeschichte, dass das gar nicht so teuer ist. Ja? Ja. Okay. Das muss man jetzt echt mal angucken, weil das ist eine coole Sache. So Glas. Not bad. Claudia ist übrigens auch wieder da. Welcome back, Claudia. Und die Claudia war übrigens auch mit uns letztes Jahr auf der Max mit dabei. Hatte nämlich dann, wir hatten so einen coolen Contest und hatte sie gewonnen und dann haben wir die mitgenommen auf die Max. Cool. Genau. Und Phil hat eben nochmal geschrieben zu dem Thema Drohnen. Regeln für Drohnen sind alle noch von Land zu Land verschieden, das stimmt natürlich. Aber die sind in Deutschland natürlich auch ein bisschen strikter als in manch anderem Land. Aber es gibt natürlich auch Länder, wo es noch strikter ist. Ne?
Ich weiß nicht, ob es auch Länder gibt, wo sie komplett verboten sind. Aber ja, muss man mal in Erfahrung bringen. Thora hat noch geschrieben an der einen Kirche in der Mönckebergstraße in Hamburg gab es über Jahre hinweg immer sehr große Bilder auf Bannern, um das Baugerüst zu kaschieren. Das hat man ja öfter. In Frankfurt sehe ich das auch öfter mal. Oder in München hier ja auch. Ganz lustig gewesen. Es gibt hier so eine Kirche, die gerade umgebaut wird, relativ zentral. Und dann haben sie auch, da ist halt das Gerüst davon, haben sie halt praktisch auf das Gerüst eigentlich das eigentliche, die eigentlichen Mauern und die eigentlichen Tore halt hingemacht. So wie es eigentlich aussehen würde, wenn das Gerüst nicht da wäre, um es so ein bisschen zu kaschieren. Oh, hier ist es anders. In Genau. diesem verflüssigen Tool gibt es diesen dynamischen Zoom nicht, ne? Kann das sein? Dann mache ich mal so und dann bin ich plötzlich super nah dran. Ja, so ist es. So, Genau. jetzt ist es auch nur. Ja, die Community hat Spaß dran, sich coole oder lustige Titel für mich auszudenken. Chan, der Urkundenfälscher, Part 1. So von wegen, ne, die nächsten Adobe Live Sessions, wie sie heißen werden. Ja. Sascha schreibt, mein neuer Perso mit Photoshop. Nächstes Thema für Adobe Live. Ja, ich will jetzt gar nichts dazu sagen. Ich habe das tatsächlich mal in anderen Formen gemacht. Kein Personalausweis, aber es gab so eine Zeit, wo es ganz vorteilhaft war, wenn man Studentenausweise hatte, auch wenn man kein Student mehr war. Ah, Und okay. es gibt so den einen oder anderen Studentenausweis, der halt einfach nur auf einem normalen Blatt Papier gedruckt ist, also relativ einfach nachzuahmen. Mit dem einen oder anderen Trick, den ich an dieser Stelle nicht verraten möchte, konnte man da auch relativ glaubwürdig Kopien erstellen. Genau, Ecki schreibt Geldscheine mit Illustrator. Ja, aber da muss ich natürlich sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, man kann keine Geldscheine oder keine Fotos oder Scans von Geldscheinen in Photoshop reinschmeißen oder andere Adobe-Programme. Ist von uns aus gesperrt. Ah, okay. Gibt es auch eine lustige Anekdote dazu, weil die nationale Bankdruckerei, also die Notenbank, benutzt ja auch Photoshop und unsere Tools. Und da kam ein neues Update raus, bei dem dann das Problem war, dass ne, die arbeiten ja auch damit eben mit Geldscheinen und hatten dann das Problem, dass sie halt nicht mehr arbeiten konnten, weil die Geldscheine ja nicht in Photoshop und so reingezogen werden konnten. Und dann haben wir denen praktisch eine eigene Version gemacht, bei dem halt eben eine Ausnahme herrscht, sodass sie halt Geldscheine reinschmeißen können. Und das halt dann eben. Und das dann halt eben bearbeiten können. Ne? Für alle anderen geht es nicht, aber für diejenigen, die es brauchen, in der Notenbank, war schon ganz lustig. Genau, Jürgen schreibt, aha, Chan hat seinen Studentenausweis für das CC-Abo gefälscht. Nö. Nee, nee, nee. Ich hatte ja tatsächlich einen. Genau. Ja, Maria schreibt übrigens, wow, wie sich das Bild verändert hat. Echt toll. Um halt auch nochmal zurückzukommen auf dein Bild, ne? Ja, Weil ich jetzt haben wir erzähle so viele gerade schon verschiedene gar Themen nichts gehabt. mehr. Ich versuche jetzt gerade dieses Rosa am Himmel so ein bisschen zu verstärken. Da gibt es bestimmt tausend Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich habe jetzt einfach einen Verlauf, den ich auch nochmal hier in der Landschaft will ich es nicht unbedingt so doll haben, reingesetzt, dass ich einfach nochmal so ein bisschen mehr rosa und also sowas vorher. Vielleicht ist es mir auch zu doll. Also ich nehme nochmal ein bisschen die Deckkraft runter. Was hast du jetzt noch mit dem Bild vor? Also ich finde ja diesen rötlichen rosa Touch ja super schön bei dir. Genau, also ich glaube, das reicht mir auch an rosa Touch. Ich würde jetzt einfach noch ein bisschen die Farben bearbeiten und dann wäre ich auch schon fertig. Obwohl, jetzt habe ich auch noch mal eine Stunde dran gesessen, ne? Ja, war's doch gut. Ja. Ja, Das war der genau. ganze Workflow. Du hast es immerhin in 2,5 Stunden geschafft. Ja, das freut mich. Also, wie gesagt, das hatten wir ja gestern schon mal Ja. erwähnt. Bei manchen Bildern, da finde ich einfach nicht den richtigen Look und dann kann das schon manchmal sich doch in die Länge ziehen, aber hier hat es ganz gut geklappt. Schon. Ah, Natalia ist wieder da. Wir haben übrigens heute Mittag über dich geredet, Natalia. Ich habe nämlich gestern gesehen, dass du ganz fleißig schon Bilder hochgeladen hast. Und wie gesagt, ihr habt jetzt noch so eine halbe Stunde, gute halbe Stunde.
um eure Bilder auf Adobe Live, auf Hashtag Adobe Live Fam über Instagram hochzuladen und dann gucken wir uns später nochmal eure Bilder an in so einem kleinen Review. Und da sind mir auch, habe ich ein, zwei gesehen, die dann auch tatsächlich von Natalia waren. Also super coole Bilder. Müsst ihr euch auch mal ansehen. Genau, weil sie fragt, hast du eigentlich schon eine konkrete Idee, wie das fertige Foto aussehen soll? Also auch grundsätzlich bei deinen anderen Arbeiten. Also, das ist relativ unterschiedlich. Also, manchmal ist es so, wenn ich losfahre, dann habe ich ein konkretes Motiv vor Augen. Zum Beispiel bei der What Remains Serie war das das Bild, wo der Protagonist mit dem Licht vor der Brust sozusagen untergeht. Das hatte ich wirklich exakt so vor Augen und dann war es halt relativ schwierig, dann auch, als wir dann unter Wasser waren und die Fotos gemacht haben, und dann wollte ich unbedingt diese Pose und das war so schwer mit diesem Mantel und darum ist es manchmal fast schon schwierig, wenn man eine ganz exakte Vorstellung von der Pose hat. Aber am Ende hat er es hingekriegt. Mein Freund hat das ja gemacht. Hat er dann gut gemacht. Hast du gut gecoacht. Aber jetzt zum Beispiel bei dem Bild. Klar, ich wusste ja, wie die Landschaft aussieht und habe unterschiedliche Posen ausprobiert, aber da habe ich jetzt bei der Sichtung in Lightroom dann spontan entschieden, welche Pose für mich halt am besten die Stimmung rüberbringt, die ich halt transportieren möchte. Und dann, also jetzt auch gerade vom Farblook her, ups, das wollte ich jetzt nicht machen, hier, was mache ich denn da? Alles zerstört. Genau, vom Farblook her war es halt einfach super schön mit diesem leicht rosa hellblauen Himmel und diesen Farbverlauf, weil da die Sonne gerade untergegangen ist. Und das würde ich jetzt nicht komplett wieder rausnehmen, weil deswegen habe ich extra zu der Tageszeit fotografiert. Aber ja, also ich würde sagen, so grob von der Lichtstimmung her ist es dann auch, also will ich es auch eigentlich so belassen, wie es fotografiert wurde und versuche das nur zu verstärken und intensiver zu machen. Aber es entstehen halt auch ganz oft spontan Bilder. Ja, die ich jetzt nicht irgendwie vorher mit einer Skizze geplant habe. Aber manche plane ich halt schon ziemlich exakt. Also ich kann das nicht so pauschalisieren, das ist immer ganz unterschiedlich. Ja. Schön. Genau, ich gucke jetzt nochmal hier rein. Ja. Dieser Chat. Ja, Claudia schreibt auch, boah, echt wahnsinnig tolle Artworks auf Adobe Live Fam. Also es sind echt super krasse Sachen von euch da drin und ich bin auch immer wieder sehr erstaunt, was ihr da alles reinmacht. Habe auch tatsächlich den Hashtag abonniert. Das heißt, immer wenn da ein neues Bild reinkommt, gucke ich mir das auch an und kriege das auch mit in meiner Timeline. Man kann ja mittlerweile Hashtags auf Instagram abonnieren, sodass man immer, wenn was Neues kommt, die auch mitbekommt. Und ich habe mir gedacht, das möchte ich nicht verpassen. Ich bin auch schon gespannt. Ja, da gibt es echt viele coole Sachen. Natalia zum Beispiel, wie gesagt, habe ich gestern auch nochmal mir angeguckt. Die macht ganz viel, so wie ich das gesehen habe, in Richtung Cosplay, Fantasy. Auch mit aufwendigem Make-up und Perücken und allem drum und dran, also und auch Kostüm. Finde ich immer ganz spannend. Ist natürlich jetzt nicht jedermanns Sache, aber ich finde es immer ganz, ganz interessant, ne? Also was man da alles machen kann. Ich habe auch eben heute Mittag, hatten wir auch kurz gesehen, da ging es ja um Illustration, als wir das Review gemacht haben, aber da hatte auch jemand ein Neon Genesis Evangelion Cosplay drauf. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Kennst du? Nein, wahrscheinlich nicht. Nee, mit Cosplay kenne ich mich Ist tatsächlich nicht gar nicht so schlimm. aus. Ist nicht schlimm. Dafür bin ich ja da. Karre, da lacht der Rufus im Hintergrund. Nur dein Metier, Chan. Nee, aber genau. Fand ich sehr, sehr cool. Ne? Also Asuka da ein Kostüm gewesen. Auch sehr realitätsgetreu. Und ich glaube, es war auch die Returning Asuka, also mit Eyepatch, die dann nämlich auch dann wieder zurückkommt. Aber sehr cool, dass wir auch so viele aus dem Bereich in unserer Community haben. Bin ich auch ein großer Fan von. Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall dieses Jahr noch zu ein paar Manga- und Anime-Conventions. Machst du auch Cosplay? Ich nicht, nee, aber ich gucke es mir gerne an. Ich würde es gerne machen, aber das ist halt auch sehr zeitaufwendig, wenn man das richtig machen will. Und ich denke mir halt so, irgendwie 0815 will ich auch nicht machen. Ja, Aber da gibt es vielleicht echt irgendwann. coole Kostüme. Also, Ja. Oh, entschuldige. Natalia hat gesagt, eigentlich mache ich Fine Art und Fantasy Cosplay weniger. Entschuldige, das war dann auch ein bisschen falsch ausgedrückt dann einfach. Genau. Aber auf jeden Fall sehr schöne Bilder. Und
Ja, genau. Maria schreibt, viele finden, dass Fantasy und Cosplay sich sehr ähnlich sind. In manchen Punkten ja. Es kommt immer so ein bisschen auf die Thematik an. Gibt auch Unterscheidungspunkte, aber ist auch ein bisschen, ja, das würde jetzt den Rahmen hier sprengen. Jetzt kann ich mich schon wieder ewig mit den Farben Mach beschäftigen. das. Mach das. Das ist auch irgendwie, dann mache ich meistens immer laut Musik an Ja? und schiebe an den Einfach, Reglern lass dich rum, einfach bis ich das gehen. Gefühl habe, dass der Ja. Farblook passt. Das ist tatsächlich mein Lieblingspart, wenn ich meine Bilder fertig in Photoshop retuschiert und bearbeitet habe und dann einfach in Lightroom reinschmeiße, auf dem Handy oder auf dem iPad, dann setze ich mich an die Couch und dann einfach ganz gemütlich, während irgendwie eine Folge irgendwas läuft, Prince of Bel-Air oder Brooklyn Nine-Nine oder was auch immer, und dann einfach ganz gemütlich nebenbei die Bilder bearbeiten, mit den Reglern hin und her schieben. Also ich finde, dass es hilft, auf jeden Fall total auf den Hintergrund hier auszutauschen. So. Um Felix die. hat geschrieben, Sina kann dir ein Kostüm nehmen, Chan, und du machst den neuen Ausweis dafür. Ja, das ist eine gute Das Idee. machen wir. Genau. My Lady Janine ist wieder da. Schön, dich zu sehen im Chat. Lange nicht mehr gesehen. Hat gefragt, werden die Abonnierten in der Insta-Timeline angezeigt? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, man kann auch direkt dann, da gibt es auch, glaube ich, dann direkt einen Follow-Button. Muss ich gleich mal reingucken, das ist eine gute Frage. Ich schaue direkt mal rein. Da schauen wir doch mal direkt rein. Was sagt denn dieses liebe Instagram? Insta, Minsta. So, haben wir hier eins? Wo ist das nächste? Adobe Live. Kann man jemand schnell eins hochladen? Ah, hier sehe ich es, okay. Also ich sehe hier, der Name wird unten drunter angezeigt. Also man sieht dann ist praktisch da, wo normalerweise der Name steht, steht dann Hashtag Adobe LiveFam, und unten drunter in der Zeile steht dann halt der Name von dem Artist. Man kann aber nicht direkt, wie ich hier sehe, den Personen dann folgen, aber die werden angezeigt und auch ganz normal, man kann auch ganz normal mit denen interagieren. Ne? Nur der Direkt-Follow-Button ist hier in dem Fall nicht verfügbar, soweit ich das hier sehe. Genau. So. Genau. Ich bin immer noch nicht so 100% warm. Alles gut. Aber ich finde ja, was ich jetzt lustig finde, ist zu sagen, du hast jetzt quasi den Horizont begradigt, ne? Und aber dafür jetzt praktisch den Himmel zu einem, Ja, ja, Halbkreis gemacht. das Also, ist halt die Vignette jetzt, ja, ne? das ist cool. Ja, Schön. also ja, zu den Rändern hin finde ich es halt ganz cool, wenn es dann diesen Fokus bekommt. Aber beim Horizont sieht es halt dann irgendwie schnell so aus, als hätte man einfach irgendwie eine Objektivverzerrung dann drin. Das hat auch so ein bisschen Nordlicht-Feeling, finde ich jetzt. Stimmt. Ja. Also ein bisschen. Ich mag halt Diesen Verlauf vom Dunkeln ins Helle, ins dieses Rosa, so. rosa, hellblau und dann so ein bisschen gelb noch. Ja, sehr schön. Das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Genau, Claudia fragt, ist das dein Fulltime-Job oder machst du das nebenbei? Hat es dir auch schon mal Ich mache gemeint. das nur nebenbei, also Genau. nur nebenbei. Nee, ich arbeite hauptberuflich als Designerin. Genau. Und immer wenn ich Zeit finde, Immer mal fotografiere. nebenbei, Ja. genau. Hast du ja auch erzählt, letztes Jahr hast du ja, sag mal, vorher hast du, nee, vor 2, 3 Jahren hast du es ja öfter gemacht, aber Genau. jetzt gerade Ja, nicht durch im den Job. Job ist es halt einfach so, dass ich gar nicht mehr so oft dazu komme, was ich auch sehr schade finde. Deswegen poste ich leider auch Ich nicht so auch. Ich finde super. es auch sehr schade. Oh. Deswegen poste ich auch leider nicht so mega regelmäßig. Aber jetzt habe ich ja ein neues Bild, was ich endlich mal wieder zeigen kann. Und ja, das ist vielleicht auch nochmal zu der Frage von gestern. Da hatte jemand gefragt, ob ich TFP-Shootings mache und so. Und da meinte ich ja, ich arbeite eigentlich oft auch mit Leuten, die ich kenne. Das hat zum einen diesen Vertrauensaspekt, aber zum anderen habe ich auch das Gefühl, dass ich ganz viele Models sonst enttäusche, wenn ich halt ein paar Monate brauche, um die Bilder zu Ja, bearbeiten. klar. Und ich will halt nicht, dass irgendjemand dann irgendwie, also es gibt, glaube ich, ein paar, die noch warten. Das tut mir sehr In der leid. Pipeline. Ja, das sind auch oft Shootings, die ich cool finde und auch auf jeden Fall noch bearbeiten will. Aber ich habe dann halt einfach nicht so viel Zeit und dann sind da irgendwie 20 Shootings und dann entscheide ich mich halt für irgendeins.
Und deswegen, ich will einfach niemanden enttäuschen, wenn man so lange warten muss. Ich kann das halt einfach im Vorfeld nicht garantieren, wie schnell ich das schaffe, die Bilder zu bearbeiten. Und außer es ist natürlich ein Kundenshooting, das mache ich sofort. Aber wenn es freie Arbeiten sind, dann will ich ja auch die Zeit dafür haben und die Ruhe dafür haben und mich voll und ganz auf das Bild einlassen können. Und ich glaube, sonst ist es auch so abgehetzt und dann ist man auch nicht mit vollem Herzblut dabei. Und gerade wenn halt irgendwie so eine persönliche Story erzählt werden soll, finde ich es schon wichtig, dass man das nicht nur abarbeitet, sondern ja mit dem ganzen Herzen dann dabei. Klar, Ja. nee, das ist doch schön. Hast du schön gesagt. Ja. Das hast du schön gesagt, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. So. Ja, aber es ist echt Wahnsinn, wie sehr sich das Bild jetzt verändert hat in der letzten Stunde jetzt, ne? Also, wenn sich das überlegt, was du jetzt. Ja, das ist halt irgendwie immer das Coolste. Man halt sieht, was man da noch rausholen kann. Also ich glaube, das ist jetzt halt auch wirklich was, da. Aber gelblich willst du es ja nicht machen, ne? Ja, vielleicht dann. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht gut finde, wenn es um Weiß ein bisschen gelblicher wird. Ich glaube, ich gehe noch mal in die Kurven. Marco schreibt aber auch, wenn es so vorweg klar kommuniziert wurde, also es länger mit den Bildern dauert, findet er das gar nicht so schlimm. Ja, also es gibt schon einige Models, die Dann das, ein glaube ich, bisschen schon pushy durchwollen. sind. Ja. Ja gut, das sind halt dann meistens die da, die dann sagen, ich brauche jetzt neue Bilder für meinen Ich kann Channel das oder ja auch so. verstehen. Also die machen das halt regelmäßig und freuen sich dann auch darauf und sind dann ganz aufgeregt und neugierig. Also ich kann es absolut nachvollziehen. Aber Klar. ja, ich will halt wirklich niemanden enttäuschen. Gibst du den Leuten auch einfach mal die Raws manchmal und sagst, hier, mach selbst? Nee, Nein? das würde ich tatsächlich niemals machen. Weil wie man jetzt auch gerade sieht, ist es mir halt total wichtig, da den richtigen Farblook zu finden und das zusammenzusetzen. Und ich würde es, glaube ich, super schlimm finden, wenn jemand anfängt, dann meine Bilder irgendwie auf seine Art und Weise zu bearbeiten. Und nee, auf keinen Fall. Also Ross gibt's nicht. Ja, hat mich nur mal interessiert. Gibt ja auch einige, die zum Beispiel sagen, hey, ich finde es überhaupt nicht cool, wenn du jemanden, also sagen wir mal, du hast jetzt jemanden Bilder gegeben und dann haut die Person dann nochmal irgendwie einen extra Filter drüber Ja, und finde ich auch postet nicht so das dann. cool. Schwierig, ne? Ja. Also bei Instagram oder so ist es ja ganz cool, wenn man von anderen Accounts irgendwie gefeatured wird, da freut man sich ja drüber, aber es gibt halt manche Accounts, die dann Filter drüber hauen und ein Wasserzeichen draufklatschen. Sie verlinken einen dann zwar, aber es ist halt dann einfach nicht mehr das Originalbild und das ist dann nicht so cool. Also ich habe meine Bilder schon auf sehr seltsamen Seiten auch gefunden. Also Auch ja. interessant, ja. Ich kenne auch einige Leute, die tatsächlich dann einen Anwalt einschalten. Wow. Weil theoretisch darf man das ja einfach nicht, irgendwie dann das auf seine eigene Website packen, um da irgendwelche Banner oder so Ja. mitzubauen. Also jetzt nicht irgendwie ein Blogartikel, sondern wirklich ohne Namensnennung irgendwie einfach als Verzierung. Aber die Webseiten, bei denen ich das gefunden habe, die waren oft irgendwie, weiß nicht, aus Russland oder so. Und da kann man nicht viel machen. Also es ist am besten eigentlich, wenn das eine deutsche Website ist. Aber ich muss sagen, ich bin bisher auch noch nicht dagegen vorgegangen. Weil es jetzt noch nicht, obwohl eins war richtig blöd, das war irgendwie so eine Hexenseite. Okay. Und das fand ich schon ziemlich blöd. Und sie hat auch richtig miese Filter über meine Bilder geklatscht. Und sie hat so Hexenseminare oder so gemacht. Und das fand ich schon ziemlich uncool, da mit in Verbindung gebracht zu werden. Aber ja. Das ist halt das, was ich auch meinte, dass ich deswegen meine Bilder eigentlich immer in einer ganz kleinen Auflösung auf allen Seiten, auf denen ich die zeige, hochlade, dass man zumindest die jetzt nicht irgendwie sich groß ausdrucken kann oder so, sondern ja. Aber sonst weiß ich auch nicht, was man dagegen machen kann. Man will sich ja auch zeigen. Ja, aber das Problem haben ja viele, ne? Dass man dann einfach irgendwie kopiert oder geklaut wird, ist auch immer so eines der Risiken online, ne? Deswegen laden ja auch viele einfach die Bilder, die sie hochladen, auch gar nicht so in hoher Auflösung Ja, hoch. Machst du genau. ja auch nicht unbedingt gerne, ne? Ja. Aber du hast sie gerne da in petto, in groß, aber hochladen selbst nicht so hoch aufgelöst, damit halt nicht die Möglichkeit besteht, dass in irgendeiner Form
Außer im Webbereich und da auch ist ja auch schon ärgerlich zu missbrauchen. Ja. Das ist wahr. So, jetzt gucken wir nochmal hier rein. Genau. Also 20 Minuten habt ihr noch, um eure Bilder einzuwerfen. Und dann werden wir die uns ansehen. 20 Minuten, Freunde. Jetzt aber schnell. Neue Runde, neues Glück. Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Ja, ich liebe Donnerstag. Donnerstag ist super, ne? Dann nach müde kommt blöd. Ihr wisst ja, wie das ist. Nein, ich freue mich einfach, weil morgen bin ich um diese Zeit schon längst auf Gran Canaria und werde es mir gut gehen lassen. Das ist gut. Ich habe tatsächlich den Ort ausgewählt, weil mein Name drin vorkam. Wohin geht's? Gran Canaria? Na gut. Das klingt vertrauenserweckend. Nee, ich wollte sowieso mal Das kann ich dahin. ja fast glauben. Ja, das ist auch die Wahrheit, das ist nicht gelogen. Ja, aber musste einmal sein. Nee, die Auswahl war tatsächlich, ne? Also geht es irgendwie nach Teneriffa, Lanzarote. Heißt Lanzarote, Lanzarote? Lanzarote, Ja, ja. Da kann man auch Lanzarote. sehr schön fotografieren. Glaube ich auch. Die haben. Fuerteventura oder halt eben Ja. Gran Canaria. Und ja, das glaube ich. Du warst ja auch auf Fuerteventura, ne? Hast auch Genau. richtig schön fotografiert. Ich war auch schon auf Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Aber nur 2, 3 Tage, da habe ich keine Fotos gemacht. Und Lanzarote ist halt so cool mit den schwarzen Stränden. Ja. Du weißt ja, ich suche meine Urlaubsorte nach den Ja, Locations aus. alles gut. Ist auf jeden Fall super. Ne? Genau. Voldemort ist auch wieder da. Sehr schön. Genau. TFP habt ihr schon freundlicherweise im Chat erklärt. Vielen Dank dafür. Sonst hätte ich es jetzt auch nochmal erklärt. Genau. Lustig. Ja. Machst du da eigentlich auch einen Vertrag? Auch eine interessante Sache von Eddie. Ja. Also wenn du den Bildern, den Also, Leuten ich muss Bilder gibst. sagen, wenn ich es mit meiner Cousine mache, dann nicht. Aber mit Mädels, die ich jetzt nicht vorher kannte oder so, dann auf jeden Fall, weil sonst ist ja irgendwie blöd. Nee, Also, es aber. ist ja, glaube ich, super wichtig, dass man diesen Vertrag macht. Also ich meine jetzt nicht Modelvertrag, sondern einen Vertrag im Sinne von, dass du auch für dich die Möglichkeit hast, deine Bilder zu schützen, weil du jetzt zum Beispiel nicht willst, dass die, wenn die Bilder haben, dann auch nochmal irgendwie bearbeiten. Genau, also, was man ja auch zum Beispiel braucht, ist so ein. Modelvertrag. Genau, so Model Genau. Release. Gerade dadurch, dass ich ja Bilder auch über Bildagenturen verkaufe, Ja. ist das wichtig. Ja, genau. Und was du halt schon meintest, dass man halt vorher festlegt, was damit gemacht werden darf. Also in der Regel ist es bei TFP ja so, dass einfach jeder damit werben darf, aber halt kein Geld verdienen. Es sei denn, es ist halt irgendwie nochmal ausdrücklich festgelegt worden. Ja. Wie hast du, kriegst du das auch von anderen Leuten gesagt, von wegen, hey, ich habe dein Bild da und da gesehen? Oder wie suchst du Ja, die Bilder? manchmal ist das tatsächlich so, dass Leute mir das schicken. Und sagen, hey, was, Ja, kennst du das oder hast du schon gesehen? genau. Oder man kann auch einfach bei der Google-Bildersuche das eingeben. Und es gibt auch Seiten, die sich darauf extra spezialisiert haben. Also als mir meine Freundin erzählt hat, dass ihre Bilder halt total viel geklaut werden, habe ich das mal auf so einer Seite hochgeladen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißt. Aber es gibt, glaube ich, einige Seiten, die halt Reverse automatisch. Search, Ja, ja. zum Beispiel, die das dann Geht auch bei Google automatisch mittlerweile. durchsuchen und einen dann halt warnen. Und so entdeckt man das. Also, Ist schon ja. schade, ne? Also muss ich echt sagen, dass das so oft einfach und so dreist geklaut wird. Ich glaube, das ist einfach so diese Mentalität, dass man denkt, alles, was im Internet ist, gehört allen Leuten. Also, es gibt ja auch immer noch diesen Glauben, alles, was du bei Facebook hochlädst, gehört halt einfach der Allgemeinheit. Und ich glaube, das wissen auch ganz viele einfach nicht, dass man das halt nicht machen darf. Und dass da ja auch viel Arbeit drin steckt. Ja, ich denke, es ist immer 90% ist, die wissen wirklich nicht. Die haben nie davon gehört. Und das interessiert sie auch einfach nicht, ne? Also, dass sie denken, ja, ich habe es halt gegoogelt. Ich meine, da muss man ja, müssen wir auch immer aufpassen, ne? Wenn es hier darum geht, dass irgendjemand beim Thema Composing Stockmaterialien verwenden will, dann kannst du halt nicht einfach leider mal in Google gehen und dein Bild benutzen, weil dann
verletzt man mal ganz nebenbei ein paar Ja. Urheberrechte, so ganz zufällig, ne? Dann kann es auch sein, dass da bei uns auch mal es dann Ärger geben würde, aber ja, das stimmt schon. Auch interessante Frage von Maria, was packt man denn alles in so einen TFP Vertrag rein? Also ich muss sagen, ich nehme einfach so einen vorgefertigten aus dem Internet. Ich google, habe einfach TFP-Vertrag gegoogelt, und wenn man dann halt noch zusätzlichen Model-Release braucht, dann einfach das. Und ich kann es jetzt gerade gar nicht so im Einzelnen sagen. Also ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass halt drin steht, dass beide das halt für Werbe, also um sich für sich selber zu werben, fürs Portfolio nutzen dürfen und nicht kommerziell verwenden dürfen. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. Aber ansonsten bin ich da auf jeden Fall keine Expertin drin, also kann es leider nicht Ja, beantworten. aber für dich halt einfach, ne? Ja, also es gibt halt total viele so vorgefertigte Verträge, wo eigentlich alles Relevante drin steht. Ja, das ist schon ein interessantes Thema. Können wir eigentlich auch mal direkt in diese Session mit ne, Künstlersozialkasse und Steuer und Abgaben und überhaupt, was man beachten muss, reinpacken. Ja. Sehr, sehr interessant. Ja, auch diese Geschichte Reposts, ne? Dass man ja auch, es kommt ja öfter vor, dass irgendwelche anderen Channel einen featuren wollen oder reposten wollen. Finde ich auch eine schwierige Sache, weil das will ja nicht jeder. Ich finde es aber wiederum okay, wenn jemand sagt, hey, ich schreibe die Person an und frage vorher, ne? Hey, wir finden dein Bild super cool, können wir das auf unserer Seite auch featuren? Und wenn das dann mit Einverständnis ist, finde ich es wiederum okay. Ist ja auch so ein bisschen Werbung für den Kanal, ne? Also ich kenne ja auch einige, die tatsächlich groß geworden sind, weil sie wahnsinnig schöne Fotografien gemacht haben und auf eben solchen Kollektiv-Channeln gefeatured wurden, wie zum Beispiel Tokyo Kid, der ja auch wahnsinnig schöne Bilder macht von Japan und von Asien generell. Müsste ich auch auf jeden Fall auch mal ansehen. Und der landet halt regelmäßig auf solchen krass großen Seiten, irgendwie A Game of Tones, Moodygram, Ill Grammars, Create Commune und also diese ganzen Community Photography-Seiten, die halt so einen bestimmten nicht Spiel, auch nicht Ziel, sondern Stil, wollte ich sagen, ansprechen. Ja, und damit wird man halt auch schnell groß, wenn man halt wirklich dann auf den entsprechenden Seiten gefeatured wird. Aber ja, es hat natürlich auch für diese Featuring-Seiten den Sinn zu sagen, hey, wir brauchen keinen eigenen Content erstellen, sondern wir bedienen uns an dem Content der Creators, was für die natürlich auch ein wahnsinniger Vorteil ist. Also ich würde auch sagen, dass ich meine Follower bei Instagram tatsächlich durch diese Feature-Accounts bekommen habe. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals war noch Facebook aktuell, da waren da auch noch Leute unterwegs. Damals war es noch in. Und dann habe ich Instagram gemacht und ich dachte, ich mache da so Behind-the-Scenes-Zeug oder so da drauf. Und da war ich auch bestimmt ewig irgendwie auf 100 Follower. Und dann irgendwann kamen so ein paar Seiten, die einen dann gefeatured haben, und dann ging es plötzlich nach oben. Also ich habe das Gefühl, das ist auch fast die einzige Möglichkeit inzwischen, da zu wachsen. Ja, also ich sag mal, die Dings-Seite, die Explore-Seite ist mittlerweile halt so voll, dass man so schnell untergeht da. Früher war das tatsächlich so, dass wenn du auf dieser Explore-Seite gelandet bist, du auch relativ viele Likes und Follows bekommen hast. Aber dadurch, dass Instagram so groß geworden ist, ist das schon viel schwieriger geworden, überhaupt groß zu werden auf die Schnelle. Robert muss leider weg. Schön, dass du da warst, Robert. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir sehen uns nächste Woche, nächsten Monat wieder. 16. bis 18. April übrigens, ne, für diejenigen, die es verpasst haben. Da ist unser nächster Adobe Live. Auf jeden Fall euch merken. Wir werden es aber auch natürlich noch ausreichend bewerben. Genau, aber für diejenigen, die jetzt sich das schon mal notieren wollen, 16. bis 18. April von 10 bis 18 Uhr. Sina, bitte mitschreiben. Nein, aber genau, dann wisst ihr schon mal Bescheid und ja. In 10 Minuten fangen wir auch an mit unserem Portfolio-Review. Wie Ich weit bist würde sagen, es du bist mit passt. deinem. Ja, also ich mache das auch ehrlich gesagt relativ häufig so, dass ich am nächsten Tag dann nochmal auf die Farben gucke, weil man dann irgendwann kann man es nicht mehr richtig beurteilen. Und ich bin jetzt eigentlich für mich so zufrieden. Wahrscheinlich gucke ich morgen nochmal drauf und dann poste ich es. Und gucke, ob ich nochmal was Ja, ich ändere. bin gespannt. Musst du Aber dann auch taggen ja. mit Hashtag Adobe Live Fan, damit es alle mitbekommen. Ja, Genau. aber ich glaube, das passt so. Wir können ja nochmal von Anfang gucken. Okay. Sind jetzt ganz Wie es schön. dir gefällt. Wie es dir gefällt. Weil das ist Genau. immer ganz cool, wenn man irgendwie sieht, wie es angefangen hat. Genau. Was Kannst so du dann mit auf das jeden war. Fall. Also das Coole ist ja sogar, du könntest jetzt theoretisch das Bild als JPEG abspeichern und direkt über AirDrop an dein Handy schicken, um es sogar direkt hochzuladen.
Es würde sogar gehen, theoretisch. Ja. Musst du jetzt nicht, natürlich, aber theoretisch würde das gehen. Thorsten musst du jetzt auch schon weg. Schön, dass du da warst, Thorsten. Bis zum 16. April, dann geht es nämlich weiter mit dem nächsten Adobe Live. Schönen Abend dir auf jeden Fall. So. Na, vielleicht kannst du nochmal so den Verlauf machen, wie es angefangen hat. Sei und so die Ebenen vielleicht so Stück für nochmal. Yes! Okay, ich habe es eben gerade schon mit so heimlich nebenbei gemacht, aber ich kann noch was dazu sagen. Machen. Also, jetzt ist es natürlich sehr dunkel. Hier sind die ganzen Bildfehler, die ich ausgebessert habe. Zack, zack, zack. Dann hier im Himmel. Dann wird es mal ein bisschen heller, damit man noch was erkennt. Die deutschen Burn-Ebene. Ich finde, das macht echt so viel aus nochmal. Ne? Mhm. Sieht der Halfturm ein bisschen anders aus, aber egal. Und ein bisschen mehr Rosa in den Himmel. Und jetzt ganz viel Farbe. Hier habe ich nochmal so ein bisschen die Kontraste und so den Fokus in den Mittelpunkt verstärkt. Und ansonsten Farben, Farben, Farben. Und das ist das Farben, fertige Bild. Farben, Farben. Ja, aber doch, ich glaube, das passt so. Nicht. Aber ich kann wirklich mein Handy holen und es direkt posten. Ja, aber du. Vielleicht gefallen mir morgen die Farben nicht mehr. Ich weiß. Ach Quatsch. Ich finde die mega cool, die Farben. Ja. Ich finde die mega cool. Okay, dann. Das solltest du auf jeden Fall machen. Wir haben jetzt noch so 8 Minuten. Ich könnte auch theoretisch, das hatte ich auch überlegt, falls ich so super schnell fertig werde. Mhm. Ich habe nämlich noch eine Photoshop-Datei dabei von einem Unterwasserbild. Und ich könnte da einmal durch die Ebenen klicken, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen, was man halt aus einem Unterwasserbild auch noch rausholen kann. Klar. Weil sonst, vielleicht machen wir das. Ja. Weil das ist auf jeden Fall spannend. Du kannst auch gerne ganz Ruhe im Nachgang das auch noch posten, ich glaube. Ja. Das eilt jetzt auch nicht die paar Minuten mehr oder weniger. Das Alter. Ich war mir nicht sicher, wie schnell ich hier mit allen fertig werde. Doch, alles super gepasst. Und übrigens auch nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an euch, weil die Sina hat nämlich jetzt die 20.000 geknackt. Ja, vielen Dank an alle Leute, die jetzt neu dabei sind. Super cool, ne? Also fand ich echt krass, weil du warst, glaube ich, bei 19.800 oder so, als du herkamst. Ich glaube, ganz knapp auf 19.900. Ich glaube, 19.902 oder so. Ja. Und dann, zack, waren dann die 20.000. Also super cool. Danke für eure Unterstützung. Auch von meiner Seite aus, weil das ist natürlich mal wieder ein wunderbarer Akt unserer wunderbaren Community. Ich finde das klasse. Es ist klasse. Genau, also hier habe ich dieses Unterwasserbild und man sieht, das hat ja nicht so viele Kontraste und hier sind noch überall so Flecken. Das entsteht auch mal relativ schnell, wenn man unter Wasser fotografiert, dass da Blubberblasen halt dann vor die Linse geraten. Und es ist auch gar nicht so tief wie jetzt im Endfoto letztendlich. Und da kann man gerade unter Wasser relativ easy auch was dran basteln. Also ich habe das einfach gestreckt und nach oben gezogen und dann die Wasseroberfläche einfach weiter nach oben gesetzt, weil ich fand es ganz cool, wenn das einfach mehr Tiefe bekommt. Und dann einfach Blubberblasen dran gebaut. Blubberblasen. Genau, also das sind jetzt, also diese Ebenen alles, das sind einfach Blubberblasen aus anderen Bildern, die ich da jetzt zusammengesetzt habe und dann mit den Ebenenmodus draufgesetzt habe, damit ich da nichts irgendwie freistellen musste, dass einfach nur das Helle praktisch bestehen bleibt. Und dann habe ich noch mit dem Blubberblasen-Brush, von dem ich erzählt habe, noch ein paar dazwischen gesetzt, damit es halt einfach ein bisschen voller wird. Und genau, hier habe ich irgendwie auch noch so Fehler nochmal ausgeglichen. Ich glaube, ups. Hier ist halt keine Wasseroberfläche zu sehen, deswegen habe ich das da noch eingebaut. Und dann hatte ich glücklicherweise ein Foto von dem Mantel hier unten, auf den halt keine Blubberblase im Vordergrund war. Dann konnte ich das ganz gut austauschen. Und ansonsten auch hier mit dieser Grauebene kann man ganz cool dann nochmal Helligkeit reinziehen. Ein bisschen verflüssigt. Und dann sind es auch wieder die Farben. Und ich finde es halt irgendwie echt super cool. Man denkt halt am Anfang, das ist nicht so ein cooles Unterwasserbild und es ist irgendwie so total milchig. Aber man kann damit halt echt nochmal richtig viel rausholen, ja. Das Shining. Genau. Und das halt intensiver machen und dann ist es halt so fertig. Und ich finde, so im Vergleich
zum Anfang, also das ist bei Unterwasserbildern irgendwie sehr häufig so, dass die erstmal auf der Kamera, weil das halt irgendwie im natürlichen Gewässer ist, total milchig und verschwommen, oder nicht verschwommen, scharf müssen die natürlich schon sein, aber so total milchig und man hat irgendwie gar keine richtigen Kontraste und es ist irgendwie nur eine Farbe, irgendwie so eine Suppe, so ein bisschen. Und da kann man auf jeden Fall echt nochmal richtig viel rausholen, indem man einfach so ein bisschen dann den Bildausschnitt verändert. Ja. Ja, sehr cool. Also tatsächlich ist es auch so, auch bei diesem Meerjungfrauenbild, was ich hatte, die sehen dann am Anfang noch gar nicht so spektakulär aus, aber man kann da echt noch viel machen. Also ja, auch in natürlichen Gewässern kann man ganz gut Unterwasserfotos machen. Ja. Ja, sehr cool. Sehr cool. Genau, dann. Vielen Dank für diese Einsicht. Ich hatte jetzt noch kurz eine Frage von Sascha gesehen. Er hatte nämlich gefragt, auf deinem Instagram-Profil haben eigentlich alle Models einen sehr neutralen Gesichtsausdruck. Hat das bestimmte Gründe aus deiner Sicht des Storytellings oder der Bildbearbeitung oder ist das nur die Ästhetik der Zeit? Sehr interessante Frage. Schöner Begriff, ne? Ästhetik der Zeit. Ja, also wir versuchen natürlich während des Shootings schon unterschiedliche Posen und auch ja, Gesichtsausdrücke auszuprobieren. Und am Ende sichte ich ja die Bilder und es ist anscheinend so, dass mir das am besten gefällt oder dass es immer am besten zu der Story passt, weil gerade der Gesichtsausdruck oder auch die Handhaltung, also es sind wirklich teilweise Details, ob man jetzt total selbstbewusst in die Kamera guckt oder halt irgendwie verträumt zur Seite guckt oder die Augen geschlossen hat, die ja irgendwie die Story des Bildes direkt verändern. Und ich mag es generell halt am liebsten, wenn der Gesichtsausdruck und auch die Pose sehr natürlich wirkt. Deswegen lasse ich die Models oft sich einfach bewegen ganz viel und ich drücke zwischendurch ganz viel ab und sag jetzt nicht, stell dich jetzt irgendwie so hin und mach die Hände so, irgendwie, dass sie irgendwie total elegant aussehen, sondern ich mag das halt, wenn sie sich einfach ganz natürlich bewegen und wir dann in der Bewegung und in dieser Natürlichkeit dann ein Foto finden, weil ja, das finde ich auf jeden Fall schöner und ich denke, so entsteht das wahrscheinlich, dass es auf meinem Stream halt hauptsächlich Fotos gibt, wo die Pose sehr neutral oder vielleicht natürlich, also ich würde es gar nicht als neutral jetzt vielleicht bezeichnen, sondern eher so nicht so gestellt vielleicht, ja. Cool, danke dir. Ramon schreibt, tolle Arbeit, prima erklärt. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg mit deinen Bildern. Dankeschön. So. Siehst du, da kommt doch immer wieder coole Sachen rein. Und Tim muss jetzt leider schon gehen. Der braucht jetzt mal ein bisschen Frischluft, um aus dem Keller rauszukommen. Mal ist auch mal ganz schön, ne? Schön, dass du da warst, wie immer, mein lieber Tim. Und vielen Dank für deinen allseits professionellen Support. Ist mal wieder schön, von dir im Chat zu lesen. Merci beaucoup. Aber es ist jetzt auch soweit. Ja. Ich würde sagen, wenn du jetzt noch was zeigen willst, können wir es nochmal zeigen. Aber ich würde sagen, ansonsten switchen wir doch jetzt mal rüber auf Instagram und schauen euch uns mal an, was ihr da gepostet habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt alle ganz fleißig noch eure Bilder hochgeladen. Genau, aber das schauen wir uns jetzt mal an. Ich gucke mal, ob irgendwelche Fragen da waren, die ich ausgelassen habe. Also ich muss hier noch den Hashtag suchen, ne? Genau, Hashtag Adobe Live Fam. Wie Family, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben. Weil wir sind ja quasi die kreative Family hier. Ach, cool. Genau. So, und jetzt, Sir. Genau, so die ersten 9 Bilder sind immer so die beliebtesten. Du kannst meine Bilder getrost ignorieren. Nein, aber genau, guck doch gerne einfach mal durch. Wir haben jetzt Zeit, wir haben noch so 20 Minuten. Also in der Zeit kannst du dir ganz in Ruhe die Bilder mal angucken. Was dich so anspringt und anspricht, kannst du gerne einfach mal anklicken. Das hier springt mich doch an, den kenne ich doch. Das ist von meinen Arbeitskollegen, das muss ich jetzt mal kurz öffnen. Ja, er ist illustriert und will sich jetzt auch selbstständig machen. Ah, okay. Beziehungsweise, ja, also komplett nur als Illustrator arbeiten. Ich will nichts Falsches sagen, Todi. ja, deswegen öffne ich das doch ganz gerne mal. Cool. Er macht echt coole Illustrationen. Aber eigentlich solltest du ja... Ja, gut, du kennst das ja, ich, Bild, muss, ne? Ich muss nein, das kurz machen, weil es mir so aufgefallen ist und ich das so cool finde, dass er was gepostet hat. Aber... Genau, also wie gesagt, wenn ich irgendwelche Bilder ansprechen, einfach mal anklicken. Ja, das zum Beispiel finde ich richtig schön. Deborah Hamer, Fotoa. Ja, ich mag echt das Color Grading hier. Sehr dramatisch, ne? Genau, sehr dramatisch und ich mag es auch total gerne, wenn die Farben halt so homogen zusammenpassen. Und irgendwie so aus einer Farbpalette kommen. Das finde ich
richtig cool und auch die Bildkomposition. Aber sie hat auch so ein Zitat geschrieben. Das ist cool. Und aus Schottland, ich liebe Schottland. Ich bin so ein Schottland-Fan. Schottland. Wahrscheinlich hat es mich deswegen sofort angesprochen. Le Schottland. Ja, das ist auch cool. Mit Schleierkraut. Ich liebe diese Blume. Das sieht immer direkt so fein. Luisa Melina Fotografie. Auch ein bisschen Fantasy, ne? So ein bisschen ja, Robe und geflochtene Haare mit ein paar Blumen drin. So ein bisschen auch, erinnert mich an Herr der Ringe. Ein bisschen, ja. Mit diesem Mantel. Ja, die Elfen. Ja. Ne? Auch so dieses, das Feeling ist alles so ein bisschen shiny und sanftes Grün und ja, moosig. Ja, der Ausdruck ist auch schön von dem Model. Ist echt cool. Ja. Sehr schön. Phil musste auch schon gehen. Tschüss, mein lieber Phil. Schönes. Ich soll jetzt nur Fotos, nicht Illustrationen. Genau, also wenn du jetzt irgendeine Illustration hast, wo du sagst, die spricht mich, wow, die ist super, dann mach die einfach auf. Aber genau, die Idee war tatsächlich zu sagen, jetzt nochmal zum Thema Fotografie wäre natürlich jetzt super, weil wir heute Mittag schon Illustrationen geguckt haben. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch. Das ist auch echt cool mit den Flügeln. Ja, das sieht doch die Natalia. Ist das so ein Mantel, den man so kaufen kann? Oder hat's... Interessante Frage. Der Schmetterlingsmantel. Weil das ist ja mega cool. Das ist hier auch nochmal so verstärkt, ne? Genau. Übrigens, weil gerade die Frage aufkam, in welcher Größe man das auf Instagram hochladen sollte. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Wie war das 2100 irgendwas Pixel? Ist eigentlich so das, was man halt gerne machen kann, ne? Aber im Endeffekt, Instagram skaliert sowieso runter. Aber es gibt natürlich eine gewisse Mindestanzahl an Pixeln oder Auflösungen, die man machen sollte. Oh. Auch sehr schön. Das ist auch schön. Das sieht auch wieder irgendwie so ein bisschen nach Schottland aus. Ja, da steht jetzt auch Schottland. Ja, hier auch. Oh, ich liebe Schottland einfach. Ähnelt dem anderen Bild aber auch ein bisschen, ne? Ja. Ich mag einfach solche Farben. Das ist einfach cool. Natalia sagt, das ist ein Cape, das Schmetterlingsding. Okay. Cool. Ist auch verlinkt auf dem Foto. Ich habe mir das nicht so komplett durchgelesen. Ist das auch? Ja, kannst du machen. Ja, soll ich nochmal da drauf gehen? Nee, also ich meine, also wie du magst, ne? Kannst du gerne auch jetzt machen oder später. Ja. Ist das auch von ihr? Das sieht auch aus wie aus der Serie. Ja. Ach, so schön. Das fällt mir doch direkt auf. Genau, du hast schon deine Fotoserie gefunden, die dir gefällt. Folge ich ihr gar nicht? Ich dachte, ich folge dir. Das weiß ich nicht. Weil die Bilder kommen ja, ich habe die auf jeden Fall schon mal gesehen. Das ist ignoriert und gesagt, ne. Also nee, ich war mir sicher, dass ich ihr folge, aber... Ja, aber sehr coole Bilder von Natalia, ne? Also auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Mir gefallen auch diese Eisdrohnenbilder, ne? Also vom Schnee fand ich auch ganz cool. Ja, ich habe auch gerade überlegt, ob ich davon nochmal eins aufmache. Gerade wo wir über Drohnen gesprochen haben. Da freue ich mich ja schon richtig, meine Drohne mal auszuprobieren. Kamera und David. Auch sehr schöne Bilder. Und da ist wieder Toni. Der Toni. Das ist cool. Das erinnert mich so ein bisschen an irgendwie. Als erstes habe ich gedacht, ist das irgendwie der Eiffelturm, der hingefallen ist. Ach so, stimmt, ne? Ja. Ja. Ich liebe so Drohnenbilder über dem Wald, das ist so cool. Ja, auch wenn so eine Straße mit drin ist, ne? Weil man einfach, also deswegen habe ich mir auch die Drohne geholt. Ich finde das einfach so cool, wenn man plötzlich komplett neue Perspektiven bekommt, wie was aussehen kann. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit die Natalia. Tja. Die Bilder springen mich irgendwie so an. Ich klicke jetzt einfach mal so durch. Aber die sind auch echt sehr, sehr schön. Ja. Sehr cool gemacht auf jeden Fall. Auch wieder Kamera und David. Ah. Das haben wir schon. Cool. Ist auch schön. Und Nebel. Ich liebe ja Nebel. Dafür lohnt es sich ja auch ganz oft mal richtig früh aufzustehen, dass man einfach das einfangen kann. Dann kriegt man dann nochmal so einen ganz anderen Bildlook hin. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Das ist auch schön. Können wir nochmal so zwischendurch rein. Das ist cool, ne? Mit diesen gefrorenen... Makrobilder, ne? Sind das diese Seifenblasen, die dann gefrieren in dem Moment? Es gibt so Videos, ne? Oder? Es gibt so Bilder, aber ob das so eine ist... Frozen Bubble, also wahrscheinlich, ne? Ja. Aber Makroaufnahmen sind auch echt schön. Aber kennst du diese Videos, wo dann diese
Seifenblasen dann auf dem Schnee landen und dann so. Und dieses Pattern wie bei einem Eiskristall bilden. Ja, auf das dem, ist voll schön. Ja, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Ja, aber also Makrofotografie ist halt echt auch super, super, super schön. Auf jeden Fall, hier sind auch noch mehr. Ja. Ja, der Kamera und David macht auch schöne. Ja. Schöne Bilder, schön. Echt cool mit den Tautropfen. Hier sind auch die Farben total schön. Ah, und hier nochmal ein Drohnenbild. Ein Drohnenbild? Irgendwie. Ja, oder ist das nicht von oben? Weiß ich gar nicht. Das ist ja Makroaufnahme wieder. Ach so. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade im Kleinen gedacht, dass das einfach irgendwie so ein See ist. Aber wahrscheinlich hast du recht, das ist eine Makroaufnahme, ne? Hier steht nämlich auch Makrophotography. Ja, das kann gut sein. Ach was, das ist ja witzig. Also im Kleinen hat das nämlich ein bisschen so ausgesehen, als wäre das eine Landschaft von oben. Ah, okay. Cool. Das hier brauchen wir nicht, das mach ich mal weg. Die sehr schöne Illustration. Bei dem einen Bild hier links, da wo die Dame sich da so an den Kopf fasst, da dachte ich auch in der ersten Millisekunde ist das vielleicht eine Fotografie, ne? Ja. Von Carina. Mhm. Aber es ist tatsächlich eine Zeichnung. Ja, auch schön. Ja, cool. Ich finde das ja sehr faszinierend, was man alles zeichnen kann, ja. Ja, also es gibt ja so manche Leute, die können so hyperrealistisch zeichnen, dass es aussieht wie ein echtes Foto, ne? Das ist schon krass manchmal. Und auch teilweise gar nicht irgendwie digital, sondern mit Buntstiften. Das ist der Ming wieder mit seinen Würstchen. der macht immer ganz viele verschiedene Arten von Würstchen. Geil, ist sehr witzig. Ja, ganz cool eigentlich. Genau, du musst noch ein bisschen scrollen, weil das war ja so, als wir nochmal angekündigt haben zum Thema Illustration. Dann sollten ist das, aber das ist doch ein, ist das nicht ein Composing? Das sieht aus wie eine Illustration, ne? Echt? Und Dominic. Ich mag ja auch geil. PSD. Das finde ich ja auch geil hier. Dominic-Zwerger.psd. Auch nice. Schöne Idee. Ja, irgendwie sind jetzt hier gerade ganz viele Illustrationen. Ich finde die zwar mega schön, aber ich suche mal nach Fotos. Genau, das war jetzt von der Mittagssession, weil halt einfach ganz viele die ihre Illustrationen hochgeladen haben noch, als wir dann eben den Aufruf machen. Den guck gerne nochmal, müssten jetzt gleich ein bisschen Fotografie kommen. Ach cool, das ist voll schön. Das ist mir aber auch ins Auge gesprungen. Ja, mega cool. Also das ist ja wirklich halt so Storytelling oder Conceptual Fotografie so nicht auf den Punkt gebracht. Aber guck mal, sie schreibt jetzt auch 14:52. Könnte das auch sein, dass sie auch vielleicht eine Story macht daraus? Ich glaube, es ist ein 52-Wochen-Projekt, dass sie jede Woche ein Bild macht. Ah, Woche 14 von 52. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich kenne das von einigen Fotografen, die es gemacht haben und die meinen, die haben sich so krass weiterentwickelt in der Zeit, weil man ja einfach jede Woche dazu gezwungen ist, was Neues zu kreieren. Hm. Also, echt cool. Ich muss sie auf jeden Fall auch noch folgen. Ist echt schön. Ja, das ist ein wirklich schönes Bild. Fällt mir auch sehr, sehr gut. Weiter geht's. Illustration. Jetzt wieder Illustration. Ja. Ich will nichts übersehen. Ist gut. Wir haben ja Zeit. So 10 Minuten hast du auf jeden Fall noch. Es waren über 1000, ne, die da drin waren. 1700, ja. Okay. Und einige coole Bilder dabei. Mhm. Das Ding ist halt natürlich auch, wenn ihr jetzt Bilder hochgeladen habt, die halt, die schon älter sind und irgendwie vertagt habt. Wer ist das denn? Ach, ich weiß gar nicht. Ich hab doch gesagt, die musst du ignorieren. Meine Bilder musst du ignorieren. Also dieses Bild hier. Das ist ganz schön hässlich, ne? Genau. Ich meine, ignoriere den linken. Oh, jetzt irgendwie lädt es nicht. Hast du Glück gehabt. Glück. Lucky me. Nee, aber genau, das Problem ist tatsächlich, wenn du in irgendeiner Form... Ist das eine Illustration oder ist das ein Foto hier? Ist auch von mir. Weg, schnell weg. Ja, soll ich was dazu sagen? Nein, alles gut. Kannst du machen, mir ist das egal, aber. Schönes Bouquet. Danke. Das war in Japan tatsächlich. Ach, cool. Restaurant. Nee, also was ich noch sagen wollte, jetzt um es nochmal, damit ich es nicht vergesse, wenn ihr eure älteren Bilder hochladet mit dem Hashtag verseht oder sonst was in die Richtung macht, dann wird es halt in dieser Timeline natürlich dann auch dementsprechend eingeordnet zu dem Zeitpunkt, an dem ihr das hochgeladen habt und nicht als zu dem Moment, als ihr es vertaggt habt. Also wenn ihr ein neues Bild hochladet, landet es ganz oben und wenn es irgendwann zum Beispiel letztes Jahr war und ihr jetzt erst diesen Hashtag drauf macht, dann landet das auch in der Timeline hier von den Bildern auch eben dann auch im letzten Jahr, leider. Deswegen ist es vielleicht ganz gut auch nochmal dann eben einfach komplett durchzugehen. Ja, ist auch sehr schön, das ist mir auch direkt ins Auge gefallen wegen den Nebel und die Farben sind echt schön. Das ist eine coole Lichtstimmung auf jeden Fall. Ja, sehr ansprechend vor allen Dingen, ne? Ach, das ist diese Burg Elz, ne?
Die haben, oder ne, doch, Els, ja. Da will ich auch mal fotografieren. Ich weiß, dass es auch schon wieder so viele Fotografen da fotografiert haben, aber das ist echt einfach so eine schöne Burg. Ich glaube, ich eins gesehen vom Max Münch, hat auch ein ganz schönes Bild draus gemacht. Ich weiß nicht, ob er es war, aber einer von diesen klassischen Landscape-Fotografen aus Deutschland. Das ist auch so Landscape, ne? Ja, wieder der gleiche. Das ist lustig, ne? Du hast dann so deine. Ja, ich habe irgendwie so ein paar Sachen, auf die ich total anspringe, aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Farben und die Lichtstimmung. Ah, da ist auch wieder diese Burg. Natalia sagt, ist es aktuell nicht nach Belieben? Nee, also nur die ersten 9 Fotos sind nach Belieben sortiert und jetzt kommt es praktisch nach Zeit. Und wir haben ja auch später, also weiter unten haben wir auch Bilder von dir jetzt gesehen. Kommt immer, glaube ich, drauf an, ein bisschen. Hier finde ich auch das total cool, dass der Horizont so verschwindet komplett. Und das ist halt auch wieder, also das, da hat man direkt eine Geschichte vor Augen, dass irgendwie man den Weg gar nicht sieht, wie es weitergeht. Das finde ich halt ganz cool, wenn man das dann auch so bewusst einsetzt. Also sag ja, wir haben echt so coole Leute bei uns drin. Ja, auf Machen jeden so Fall. schöne Fotos. Und Illustrationen auch. Also. Manchmal bin ich mir gar nicht so sicher, ob es gerade eine Illustration ist oder ein Foto. Da sind auch echt ein paar gute, richtig gute Zeichner dabei. Ja, auf jeden Fall. Mega cool. Schöne Bilder auf jeden Fall. Irgendwie bin ich schon wieder gerade nur bei Illustration. Guck mal, hier ist auch richtig Ja, schönes. das ist immer. Von Wolfgang. Aber das ist. Ist das auch eine Langzeitbelichtung? Weil das hier so. Ich weiß gar nicht. Was hat er geschrieben? Winter Season. Ja. Ich kann nicht sagen. Wolfgang, falls du dabei bist, sag gerne Bescheid. Das ist doch bestimmt auch von ihm, oder? Ja. Das erkennt man doch direkt. Der Wolfgang ist Oh, das finde ich auch cool. Das ist auch eine Drohnenaufnahme, oder? dabei. Aber das ist echt schön, da einfach nochmal so eine andere Perspektive. Das ist noch vom Dezember. Da war das. Ah, ja. Das fand ich auch ganz schön, dieses grünliche neben dem Jack. Ja. Das hier? Ja. Weiß nicht, fand es ganz schön von den Farben her. Ja. In Kasumfau. Der Dürrensee in den Dolomiten. Okay. Auch schön, ja. Kann man sich auch ganz gut Inspiration holen, ne? Wo man nochmal wieder fotografieren kann. Die müssten tatsächlich nach neuesten Fotos sortiert sein, das sehe ich hier gerade. Weil ich habe da jetzt auch. Ich gucke nochmal nach. Sollten aber eigentlich nach neuesten Fotos sortiert sein, weil es normalerweise sind es immer nur die ersten 9 und dann kommen nur neueste. Ja. Ja, ihr habt jetzt ein paar neue hochgeladen, sehe ich gerade. Die können wir uns am Ende nochmal angucken. Aber es ist so, wenn du auf PC bist, kannst du das gar nicht einstellen. Du hast nämlich dann immer die ersten 9 Beiträge sind ersten 9, wie die Zahl 9, sind die beliebtesten und alles, was danach kommt, ist halt nach chronologischer Reihenfolge, wie es hochgeladen ist. Also das hier finde ich mega schön von der Lichtstimmung. Also wenn ich sowas finde und gerade meine Kamera dabei habe, wäre ich super glücklich. So ein Wald im Nebel und dann löst sich alles so nach hinten hin auf und vorne ist es dunkel und hinten dann Oberlausitzer Regenwald. ist echt super schön. Nice. Also da könnte ich jetzt auch direkt ein Bild kreieren. Echt cool. Gucken gleich nochmal. Wir machen gleich nochmal einen Refresh, falls ihr in der Zwischenzeit noch was hochgeladen habt. Und dann kann man nochmal so Ja, die soll ich ersten. jetzt schon direkt Ja, machen, kannst oder? du. Ja, da war das übrigens das Cosplay hier links. Aber es gab noch ein anderes. Das? Ja, das ist sogar Cosplay, aber da Ha. gab es noch ein anderes, glaube ich. Krass, das sieht fast aus wie eine Illustration, finde ich. Das ist halt dieser Cosplay, ne? Der Patrick. Ach, cool. Ja, fand ich cool. Da gab es aber, glaube ich, schon ein zweites Bild, was halt nicht geframed war. Fand ich auch ganz cool. Irgendwo. Jetzt haben wir Illustrationen. Das ist ja mega cool. Aber das ist eine Illustration. Ist es? Oder? Ich glaube schon. Tatsächlich. Ja. Wow, das ist Aber auch richtig, richtig schön. das ist richtig, richtig cool. Der Karl. Mega. Ja, Sowas zu mega cool. fotografieren wäre auch mal irgendwie echt
Ja, das ist aber auch, glaube ich, sehr schwer. Ne? Ja, weil also du musst ja von unten so nach oben und dann muss das funktionieren mit dem Model und allem, aber richtig, richtig cool. Genau, aber wie gesagt, wir gucken uns gleich nochmal die, die ihr jetzt in der Zwischenzeit hochgeladen habt, an. Soll ich jetzt noch den Cosplay suchen oder wollen wir nochmal refreshen? Wie du magst. Aber so viele neue waren jetzt nicht da. Ne? Also das sind jetzt vielleicht 10 Leute mit neuen Bildern, die jetzt kommen. Ja. Von daher kannst du gerne nochmal kurz gucken, aber die sind ja auch gleich fertig. Einfach. Wie du magst. Ja? Genau. Es sind auf jeden Fall ein paar coole Bilder dabei. Ne? Genau, die ersten sind auf jeden Fall die gleich. Die ersten 9 sind die beliebtesten und danach die, die kommen, da steht jetzt auch neueste. Ne? Ah ja, okay. Most recent, genau. Ach cool. So. Wow, das in der Mitte sieht so ein bisschen aus wie Olivia. Ne, eins drüber. Ach, wie heißt die Schauspielerin Olivia Wilde? Ein bisschen haben wir jetzt gedacht. Ja. Schön. Schöne Frau. Schöne Frau. Ja. Die cool. auch bei Dr. House mitgespielt hat. Ich kenne mich gar nicht so gut aus mit Schauspielern. Ist das eine Illustration oder ist das ein Foto? Ah, Paint Angel, das ist illustriert. Aber echt krass, ne? Manchmal weiß man das immer gar nicht so genau. Aber der macht auch echt schöne Illustrationen, muss man auch echt hier sagen. Ja. Ich dachte auch gerade, das ist ein Foto. Ja, mega schön, cool, ja. Aber was ich jetzt auch, also ich sag mal, was mich jetzt auch immer ansprechen, solche Sachen wie das rechts nebendran. Ich mag ja so Architecture. Ja. Ja, und so cleane Sachen. Ist auch sehr, sehr schön. Auch wieder von Kamera und David. Ja, ist auf jeden Fall auch eine Kunst, so die Strukturen in einer Stadt oder in einer Landschaft dann auch so einzufassen. Ja, und auch hier die Brücke da gefällt mir auch ganz gut. Dann nimmst du diese Brücke hier. Und, vom Ramon. Vom Ramon. Der hat ja eben auch geschrieben, ne? Auch cool. Perspektive auf jeden Fall. In Australien. Ah, okay. Der Australier. Ach was. Lego-Männchen. Aber sowas kann auch sehr, sehr cool sein. Jan, ah, cool. Ja, so Miniature Things. Ich hatte mal so eine kleine Amazon-Figur und habe mit der auch ein bisschen rumgespielt und so ein paar Bilder gemacht. Das macht ganz Spaß, weil du kannst sie halt natürlich hinstellen, wie du willst. Ja, es gibt ja auch so Fotografen, die sich darauf spezialisiert haben, einfach so Puppen, ne, zu fotografieren. Ja. Und die dann, ja, die machen auf jeden Fall dann immer die Pose, die man gerne hätte. Das links habe ich noch gar nicht gesehen, das ist ja auch richtig. Da unten, eins drunter. Da, ja, das ist echt cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Und ist auch richtig schön. Also ist sehr clean. Ne? Ist gar nicht mal so viel bearbeitet, glaube ich, aber einfach dieses Cleane mit dem Weg. Ja. Ist cool. Ja, es muss ja auch nicht immer viel bearbeitet sein, ne? Aber die finde ich ja auch ganz cool. Die Farben sind halt echt schön. Ja. Kommt halt echt der Winter richtig gut rüber. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Vielleicht noch eins und dann würde ich sagen, switchen wir mal wieder. Oder vielleicht eins habe ich noch. Also ja. Das würde ich gerne mal kurz das noch sehen. Ja, das oder das unten drunter in der Mitte. Das. Finde ich beide cool. Ja. Auch unter an dieser Kamera und David hier. Ne? Ja. Ja, der hat mal auf die schnelle 100 Bilder hochgeladen, um alle zu überwinden. Aber auch sehr schön, diese Stille, die das so verkörpert. Ja, das ist echt eine schöne Stimmung. In Salzburg. Na, cool. Okay. Genau, such dir gerne noch eins aus und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns hier so langsam. Guck mal hier nochmal, das ist das Schloss Schwanstein nochmal, oder? Midsommar. Nee, Burg Hohenzollern. Hohenzollern? Sorry. Ach, diese Burgen sehen doch alle gleich aus. Ja, die sehen doch alle gleich aus. Alles selbe, alles das Gleiche. Ja. Ja. Cool, dann switche ich mal wieder rüber. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Eindrücke. Wie gesagt, immer gern fleißig posten. Weil nächsten Monat machen wir wieder 2 Sessions und gucken uns das Ganze nochmal an. Also vor allen Dingen würde ich mich mal freuen, wenn mehr zu dem Thema Video da ist und Animation. Weil da habe ich jetzt immer nur so ein paar gesehen, so 2-3 Leute, die dann immer was posten. Aber ist natürlich auch eine sehr coole Sache, aber auch natürlich, weiß man ja auch, ist ein bisschen anstrengender, da in dem Thema was zu posten. Aber ich switch jetzt mal wieder hoch, genau. Also, ja, liebe Sina, vielen, vielen Dank, dass du da warst und uns so coole Sachen gezeigt hast. Ich glaube, man konnte echt viel von dir lernen in den letzten 3 Tagen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Danke auch an euch, dass ihr so coole, interessante Fragen gestellt habt und dass ihr mir auch noch ein paar neue Sachen beigebracht habt. Und ich hoffe, dass es interessant war für euch. Ja. Das bin ich mir ganz schön sicher. Ne? Also da waren echt so viele coole Sachen dabei. Und würde, wie gesagt, an der Stelle nochmal sagen, vielen lieben Dank an dich, an alle, die jetzt zuschauen. Ihr seid eine super coole Community und ich bin echt schon wieder traurig, dass es schon wieder so schnell vorbei ist. Das geht echt so ratzfatz hier. Ja. Ratzfatz ist das Stichwort. Ne? Ratzfatz. Genau, ich sehe schon hier ganz viele schreiben schon. Vielen Dank, liebe Sina. War wunderschön. Danke für die 3 tollen Tage.
Ja, kann ich nur bestätigen. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Bilder. Wir erwarten ganz freudig dann dein fertiges Bild, das du dann hoffentlich hochlädst unter Hashtag Adobe Live Fan. Ja, ich glaube, ich werde es vielleicht schon heute Abend posten, wenn ich am Flughafen sitze. Ich habe da noch irgendwie 3 Stunden Aufenthalt, wenn mein Flieger dann geht, hoffentlich. Ja. Guck, Annabelle hat zum Beispiel auch geschrieben, du warst mein persönliches Highlight und mega sympathisch. Danke, siehst du? Das freut mich. Alles super cool und genau, vielen Dank euch. Ich würde sagen, wir machen gleich mit Rufus noch unser Classic, den wirst du gleich noch sehen. Okay. Aber an dieser Stelle, genau, vielen Dank euch. Wie gesagt, ihr könnt euch natürlich jederzeit alle Streams auf adobelive.com und auf YouTube auf unserem adobe.de-Channel angucken. Postet fleißig auf Hashtag AdobeLiveFam. Und ja, ansonsten freuen wir uns, euch am 16. April wiederzusehen. Da geht das nächste Streaming los bei uns hier in Deutschland mit dem deutschen Adobe Live. Und jetzt würde ich sagen, lieber Rufus, wir machen dir mal ein bisschen Platz. Ja, ich setze mich da hier in die Mitte. Rufus ist dabei, genau. Du bist ja der Fahrer, genau. Als Erfahrenster. Müssen wir dich so jetzt hier draufsetzen. Und genau, dann würde ich sagen, geht gleich die Party ab. Geht's los. Und diejenigen von euch, die in München seid, ihr wisst, was heute passiert, ja? Okay. Genau. Schalt kommt vielleicht auch vorbei. Genau, ich guck mal. Aua, ich werde hier schon, gehauen. Okay, und dann würde ich sagen, wie gesagt, vielen Dank und genau. Wir sehen uns im April. Genau, wir sehen uns im April und fahren jetzt ein bisschen Achterbahn. Der Klassiker. Ich mach den Turm mal wieder. Ach, geil. Ton aus. Genau. Und.